Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA 5 und zwar den Epilog von unserem Abenteuer. Wir rascheln nicht mit in die Kamera, weil wir Fehler sind. Nein, so heißt das Abenteuer nicht. Es heißt Epilog, heißt es, von Klingen der Nacht. Und das eigentliche Abenteuer haben wir schon zu Ende gespielt, falls ihr es nicht wisst, ihr da draußen zuguckt. Jetzt geht es nur noch ein bisschen den Aftermath zusammenzufassen und zu schauen, was aus den vier Heldinnen und Helden geworden ist und ja, was aus der Region geworden ist, die sie gerettet haben. Und heute mit dabei, wie immer, ganz frisch und fromm und fröhlich und total motiviert. Der Pölle als Goswin, ein Magier aus Lohwangen. Schuhu. Und Leopardin 202 als Ilva von den Eisfuchsleuten, eine Stammeskriegerin oder beziehungsweise Häuptlingsfrau. Also nicht Häuptlingsfrau, sondern Häuptlingin. Nennt man das so? Häuptlingin? Ja, ne? Häuptlingsfrau, Häuptlingin. Ja, und Ririon als Lothier von Frigorn, obwohl es Frigorn nicht mehr gibt, der Ifirngeweihter. Der Norden besteht fort. Ja, und last but not least, Feder spielt Ikayu. Jetzt wahrscheinlich auch Allebrecht, weil sie ja verheiratet sind. Ach, die Streunerin. Ja, Ikayu Albrecht von den Himmelslichtjägern, würde ich mal behaupten, ne? Und ja. Goswin Allebrecht von den Himmelslichtjägern, also. Ja. Ja, wir haben uns lange irgendwie, ja, was heißt lange? Gar nicht so lange jetzt, wir haben ein bisschen ja jetzt hinausgezögert, dass der Stream startet. Das heißt, wir mussten uns noch ein bisschen unterhalten, was wir eigentlich machen wollen, wenn wir so viele Ideen haben. Und wir gar nicht entscheiden konnten, was wir euch da draußen jetzt alles erzählen sollen und was nicht. Wir haben entschieden, wir machen, versuchen das in zwei Teilen zu erzählen. Mal schauen, vielleicht hören wir auch nach dem ersten auf und es gibt noch Epilog Teil 2. Mal gucken. aber wir wollen euch einmal erzählen, also wir wollen einen Zeitsprung machen. 6 Monate später. Und das heißt, wir müssen euch auch erzählen, was in diesen 6 Monaten denn passiert ist. Und ein bisschen konntet ihr ja schon einen Ausblick hören auf Feders YouTube-Kanal, wo der Pölle und die Feder eine schöne Kurzgeschichte aufgenommen haben. Falls ihr die noch nicht gesehen oder gehört habt, unbedingt nochmal nachholen nach dem Stream, sofort drauf und auf Feders Kanal und gucken und hören, ja. Und deswegen, ich würde ganz gerne einmal erzählen, was Ikayu und Goswin halt in 6 Monaten erleben. Die haben sich ja entschlossen, in den Süden zu gehen. Den tiefen Süden. Und das lässt halt die anderen beiden, Lothier und Ilva, im Norden zurück. Und Lothier hat ja Verantwortungen im Norden, weil er der einzig über... Also in der Ecke da, wo Frisov und Frigorn sind, halt der einzige Geweihte ist, der da noch übergeblieben ist. Und Ilva hat ja eine schicksalsträchtige Entscheidung treffen müssen in einer der letzten Folgen. Und ihre Seele und ihr Machwerk und ihr Leben dem Herrn Boron geweiht. Und wie wir eben festgestellt haben vor dem Stream, ist es gar nicht so einfach, im Norden an irgendwas Boron-mäßiges dran zu kommen, weil Boron im Norden irgendwie überhaupt nicht vertreten ist. Der fängt erst so ab Festum an, also so ab der Mitte von Aventurien ungefähr. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Wie kommt denn jemand, der sein Leben und seine Seele Boron verschrieben hat, jetzt an irgendwie Boron-gefälliges und Machwerk? Und das werden wir heute euch auch zeigen. Lothier und Ilva im Norden und was sie da zusammen erleben, was sie zusammen machen. Und Außendienstmitarbeiter, genau. Ja, im Rückblick macht das ganz viel Sinn, dass Boron gerade jetzt hier so einen Fuß fassen will über Ilva. Der ist halt schlau, dieser Gott, ne? Wenn er sagt, irgendwie oben im Norden ist nichts, dann muss ich jetzt mal eingreifen. Ja?
Macht Sinn. Ja, und ja, genau, Ilva, die Bohrengeweihte habe ich mir am Anfang, haben wir uns am Anfang auch gedacht, aber das in den 6 Monaten wird das nicht funktionieren. Also bis nach Festum und wieder zurück, das nee. Ist zu weit. Gut, ja. Das heißt, wir erzählen euch erstmal die beiden gesplitteten Gruppen quasi, Never Split the Party. Diesmal bewusst gebrochen. Und euch danach erzählen wir euch, wie sie wieder zusammenkommen, weil Lothir ja noch was zu feiern hat. Denn auch er steht ja im Wort bei jemandem und es muss eingelöst werden. Genau. Mal gucken, wie weit wir kommen. Habt ihr irgendwelche Präferenzen, wer denn beginnen möchte? Oder wo soll ich, im Süden oder im Norden anfangen? Rein dirografisch könnte man ja das so machen. Norden, Süden, Norden. So. Ja. Rein dirografisch gesehen. Das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Vielleicht springen wir auch einfach ein bisschen mal hin und her. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, also beginnen wir im Norden bei Lothir und Ilva. Ja, Ilva hat ja jetzt ultra viel zu tun, nachdem die in Chakragar abgewehrt worden sind. Denn Ilva hat ja nicht nur ihre Leben und ihre Seele dem Herrn Boron verschrieben, sondern ist auch noch Häuptling von den Eisfuchsleuten. Und vielleicht magst du mal ganz kurz nochmal erwähnen, was aus den Eisfuchsleuten wird. Ja, die Eisfuchsleute sind als Stamm durchaus auch jetzt ein bisschen dezimiert worden in unserem Krieg. Und die Aufgabe ist es jetzt, erstmal wieder mit dem Stamm zurück in die vertraute Heimat zu ziehen, in das Stammesgebiet, wo der Winterlagerplatz ist, um da wieder sich aufzubauen, irgendwie wieder zueinander zu finden, irgendwie die Wunden zu lecken. Alles, was da so dranhängt, ne? Sich als Gesellschaft irgendwie zusammenzufinden, die Toten zu betrauern, aber auch zu gucken, wie kann unsere Zukunft jetzt aussehen. Das heißt, es ist meine Aufgabe als Häuptling, tatsächlich auch mit dem Stamm wieder zurückzuziehen, sie alle mitzunehmen, sie alle auch die Totenriten erstmal mit zu begleiten, zu gucken, wie kriegen wir das gut hin. Genau, um sie dann mitzunehmen, wieder nach Hause praktisch, um da wieder in den Stammesalltag zurückzufinden. Und nun ist es ja so, dass ich jetzt innerhalb dieser Geschichte, die wir da hatten, ja sowieso auch irgendwie zwischendurch mal eine schwierige Geschichte mit dem Stamm hatte, da abgehauen bin, weil ich meine Zukunft da überhaupt nicht gesehen habe, mich eingeengt gefühlt habe von den Strukturen da, zurückgekehrt bin, da gesehen habe, wie weit auch der Häuptling da irgendwie korrumpiert war, wie das, ne, wie da wieder Stimmung gemacht wurde, und wie ich letzten Endes um die Häuptlingswürde kämpfen musste und dass jetzt so ein bisschen wider Willen auf einmal Anführerin bin und da eigentlich nicht drin bleiben will in dieser Rolle und diese Rolle an und für sich auch schwierig finde. So, dass ich mir überlegt habe und das auf dem Weg auch schon mit den Leuten aus dem Stamm besprochen habe und auch währenddessen wir dann wieder zu Hause sind, das Lager aufbauen, wieder in den Alltag zurückfinden, das auch immer wieder bespreche, dass mir vorschwebt, das Häuptlingsamt in diesem Stamm grundsätzlich aufzugeben und dafür einen Rat einzusetzen, der sich aus den Kriegerfamilien zusammensetzt. Jede Familie schickt einen Vertreter in diesen Rat und so ist jede Familie daran beteiligt und es muss irgendwie durch gemeinsames Besprechen und andere von den Plänen überzeugen, entweder zu einem Konsens gefunden werden oder durch Mehrheitsbeschluss dann entschieden werden, wie es gemacht werden soll. Dass nicht die Macht und auch der mögliche Machtmissbrauch auf den Schultern eines einzigen Menschen sitzen, der wahrscheinlich dann irgendwie nur schwer und nur blutig zu beseitigen ist, sondern dass zusammen überlegt wird, was ist jetzt für uns das Beste. Und das würde ich dann versuchen einzustielen da. Ja, das ist viel Arbeit, die da auf Ilva zugekommen ist.
Und das fällt Ilva wahrscheinlich noch umso schwerer, weil sie kaum Schlaf findet während dieser Zeit. Immer getrieben von Visionen, Träumen. Manchmal kann sie Tag- und Nachttraum nicht unterscheiden. Immer wieder die Schwingen Golgaris hören. Ja, mit ihrem Stamm dann irgendwie auch nach einer Vision auch die letzten Untoten aus dem Gebiet jagend und beseitigend, die noch vom Angriff übergeblieben sind. Aber immer wieder holt dich diese dunkle Vision vom Herrn der Toten und Herrn des Schlafes ein. Und es ist bezeichnend, dass du keinen Schlaf finden kannst, ohne deinem Versprechen gerecht zu werden. Natürlich hast du den Lebenden gegenüber auch eine Verantwortung, die du natürlich ja auch wahrnimmst, wie du gerade beschrieben hast, aber man sieht, wenn man jetzt Ilva in diesem Augenblick beobachtet, wie sie dann wie sie alles eingesetzt hat und sich dann doch wieder verabschiedet von ihrem Stamm, schon die tief eingesunkenen Augen des Übernächtigtseins. Sie überspielt das gekonnt als ehemalige Anführerin und starke Stammeskriegerin, aber es ist ja eine schlauchende Sache. Und es treibt dich wahrscheinlich von innerstem Gefühl her an, dieser Sache nachzugehen. Aber ich weiß nicht, Ilva hat wahrscheinlich gar keine richtige Ahnung, was sie machen soll, weil dieser Gott ihr total fremd ist und bis auf die Visionen und die Träume nicht mit ihr kommuniziert und diese Träume versteht sie nicht. Und einen Schamanen gibt es nicht in Ilvas Stamm. Einen Schamanen gibt es auch mit Jutanuk nicht mehr. Wer ist der einzige Verbliebene, der im Norden noch helfen kann? Du könntest nach Glündhaven reisen und mit Quenya sprechen darüber, aber nach allem, was du gehört hast, ist der Gott der Sonne so ziemlich das Gegenteil von dem, was der Gott des Schlafes irgendwie ist. Und ja, es ist schwierig, da irgendwie einen Bezugspunkt zu finden. Außerdem kennst du den einzigen, der dir am nächsten noch kommt und der dir als Freund nahe gewachsen ist, ist natürlich Lothir. Und das ist natürlich der Seelsorger jetzt hier im Norden, der Ilva zumindest als nächster ist. Ja, und vielleicht treibt es sie dann in zu ihm. Und sie kehrt zurück nach Friesow. Oh, Dankeschön fürs Koala. Kehrt zurück nach Friesow, das immer noch nicht wieder vollständig aufgebaut ist. Sind wahrscheinlich einige Wochen, einige Monate vielleicht sogar schon vergangen, nachdem Ilva zurückkehrt nach Friesow. Lothir war nicht untätig, denn Lothir hat auch diesen inneren Drang, den Norden wieder zu dem zu machen, also ein bisschen von dem wiederzubringen, was der Norden verloren hat durch den Angriff. Und vor allen Dingen der ist Überbleibsel des Angriffs, dieser Krater, in dem Wiegbald von Balihö, oder zumindest das, was von ihm übergeblieben ist, diese nicht ganz verrottende, ja, dieser nicht ganz verrottende Leichnam mit dem Schwert im Boden, den man nicht bewegen kann. Etliche junge Menschen haben sich versucht, sogar Yetis haben versucht, das Schwert loszureißen. Irgendwie haben dabei sogar den Leichnam teilweise ein bisschen beschädigt, was Lothir im Nachhinein ziemlich leid tut, vielleicht. Dass er das zugelassen hat. Dann kam ihm eines Nachts natürlich die Idee, die er mit Quenya wahrscheinlich abgesprochen hat. Das muss etwas Besonderes sein hier. Hier wurde ein Dämon gebannt. Hier ist ein Wunder Rondras passiert. Und dieses muss ein besonderer Ort werden. Und wie kann man eine Stadt wieder aufbauen, deren Bevölkerung durch den Krieg jetzt so stark gelitten hat? Wir brauchen neue Menschen, die brauchen einen Sinn von diesem Dorf oder dieser Stadt. Und warum sollte nicht der Sinn sein,
ihr ein Pilgertum oder einen Schrein für Pilger zu errichten. Vielleicht sogar einen Tempel, wenn sich irgendein Geweihter finden würde, der Rondra, der das hier weiht und zu einem Tempel macht. Aber zumindest einen Pilgerort oder ein Heiligtum, das dann in aller Munde ist, das die Rondra-Pilger anzieht und vor allen Dingen die Heldentat von Wigbald von Balihu bekannt macht. Und so hat Lothir begonnen, mit den Einwohnern, restlichen Einwohnern von Friesow, diesen Krater zu umbauen. Und man sieht, wenn Ilva zurückkehrt, schon die ersten Stützpfeiler von einer Kuppel, die errichtet wird um diesen Krater herum. Man hat sogar vielleicht Teile des Effert-Tempels, der beim Angriff ein bisschen gelitten hat, irgendwie genommen. Genau, es geht das Gerücht noch um, das hat Feder gerade schön im Chat noch ergänzt, dass sich schnell verbreitet hat, obwohl niemand genau weiß, ob es stimmt, aber als Legende unter den Menschen hat sich schnell verbreitet, dass wer auch immer das Schwert aus dem Schnee, aus dem Eis zieht oder aus dem gefrorenen Boden herausziehen kann, damit den Dämon wieder entfesselt würde. Und solange Wigbald mit dem Schwert im Boden Wache steht, solange ist der Dämon, sind die Angriffe der Chakragar gebannt. Und das gibt den Menschen tatsächlich Mut, dieses Gerücht. Und vielleicht hat Lothir deswegen auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Vor allen Dingen, weil es sich so schnell verbreitet. Vielleicht ist das gar gewollt von den Zwölfen. Und obwohl Lothir nicht ein Geweihter der Zwölfe selbst, sondern nur von Ifirin, einer Halbgöttin ist, einer Tochter von Firun, noch nie hat sich Lothir irgendwie als Verantwortlicher und Gebrauchter gefühlt. Er war immer da, aber es waren immer noch Leute, zu denen die anderen Leute noch eher gegangen sind als zu Lothir. Sei es zu Nornara in Friesow, zu den Egeljovs in Friesow, wenn sie was anderes wollten, zum Effert-Tempel in Friesow, der jetzt zerstört worden ist, oder halt zu Jutanuk. Aber all diese Bezugspunkte gibt es nicht mehr. Und so spürt Lothir dieses innerliche Zerren und Zirren von den Leuten an ihm selbst. Und vielleicht sitzt er dann eines Morgens an der Baustelle um diesen Krater und begutachtet, wie die Bauarbeiten weiter vorangehen. Und man trotz des krassen Winters, der jetzt sich langsam in den Frühling trotzdem Bauarbeiten durchgeführt hat, weil es wichtig war, dieses Ding zu schützen, auch vor den Witterungsbedingungen und vor den wilden Tieren, die anfangen, an dem Leichnam zu zerren. Na, sitzt er da vielleicht an der Baustelle, begutachtet das und sieht dann in der Ferne diese Gestalt über die gerodete Bergkuppe steigen, wo früher der Wald um Friesow herum noch war, der inzwischen gerodet ist und eine sehr kahle Landschaft um Friesow herum gelassen hat. Und mit Sack und Pack, vielleicht mit einem Schlitten, den sie selber zieht oder so, hinter sich herzieht und mit allem möglichen Zeug obendrauf, erkennt Lothir von Weitem eine ihm vertraute Gestalt. Ilva von den Eisfuchsleuten. Ja, also das war schon ziemlich entsprechend zusammengefasst. Man darf dabei auch das kleine Detail nicht vergessen, dass Lothir jetzt mit der einzig verblieben ist, der sich mit den Schamanenritualen etwas auskennt, der die Wesen. Da Jutanjuk ja auch ein bisschen der Ziehvater von Lothir mit war. Also neben dem Hauptaufbau von Friesow, was halt der Hauptanlaufpunkt ist, gibt es ein paar Überlebende von Frigorn, die auch da mit dem Aufbau begonnen haben. Aber da die Stadt halt nie so groß wurde, das Dorf. Man hat sich schnell entschlossen, entweder oder. Also diese beiden Dörfer zusammen wird man wohl nicht mehr als einzelne Dörfer aufbauen können. Vielleicht gibt man dem Ganzen auch irgendwie Friesow Frigorn oder so. Einen neuen Namen, aber das ist noch nicht völlig, völlig beschlossen. Aber die Bevölkerungsdichte, die sich jetzt gerade darum kümmert, dass dieses Friesow zumindest wieder aufgebaut wird und das Heiligtum entsteht,
oder die Pilgerstätte entsteht. Das sind, wie gesagt, das sind Frigorner und Frisoffer und ein paar Nivesen aus Ikaius und Stamm und auch aus Fantas Stamm. Obwohl Fanta mit ihren Leuten vor ein paar Wochen wieder abgezogen ist. Ja, da, also klar, Quenya ist ein Kontakt, aber die hat ja auch mit Glündhafen einiges zu tun. Vor allen Dingen hat Quenya dir schnell deutlich gemacht, dass aufgrund der Geschehnisse sich jetzt ein großer Verwaltungsapparat der Praios-Kirche in Bewegung setzen wird. Dass in naher Zukunft, in den nächsten Monaten wahrscheinlich hohe Geweihte des Praios kommen werden, um vor allen Dingen auch die Überbleibsel von Wiegbald zu sehen, mit anderen Rundra-Geweihten. Dass sie da sehr viel vorbereiten muss und Glündhafen auch vorbereiten muss auf hohen Besuch. Und und hat dir auch mitgegeben, dafür zu sorgen, dass man Frisov auch vorzeigen kann. Ja, schon klar. Lothi ist dezent überarbeitet. Auf der einen Seite schätzt er das sehr, dass die Leute jetzt zu ihm kommen, auch mit kleinen Wehwehchen. Auf der anderen Seite geht es ihm tierisch auf die Nerven, dass die Leute zu ihm kommen mit kleinen Wehwehchen. Es ist eine komische Mischung gerade, weil er hatte zwar Zeit, das ein bisschen zu verdauen, aber er hat vor allen Dingen das ganze Zeit den Arbeits umsetzen müssen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Hat denn Nirala dich unterstützt bei der ganzen Sache? Also vielleicht nimmt sie dir sogar ein paar seelsorgerliche Arbeiten ab. Ich kann mir das vielleicht so ganz gut vorstellen, dass sie eine engere Beziehung vielleicht auch zu den Damen irgendwie hat, die vielleicht mit Problemen ankommen würden, die Lot hier so überhaupt nicht... Also er hat Nirala auf jeden Fall schon direkt mit eingebunden, oder sie gefragt, ob sie ihm helfen würde, weil er halt nicht überall gleichzeitig sein kann. Und Nirala ist ja zumindest eine Absolventin einer Kriegerakademie. Die hat ja auch, die kann ein gewisses Auftreten an den Tag legen, wenn sie will und Wert drauf legt. Adel ist eben Adel. Und ich denke, dass gerade sie auch für das Zurechtmachen der Stadt vor allen Dingen sich mit einklingt, weil sie das halt kennt, ne? Wenn auf der heimischen Burg Besuch war, da kam dann irgendwer vorbei, höherer Adel, also das ist schon eigentlich seine Hauptstütze. Und da ist er auch ziemlich froh drüber. Und dass er jetzt dann da, ich sag mal, mehr oder weniger überrascht entspannt zu Ilva rüberguckt, die da so herankraxelt, ohne die Eisfuchsleute, wie es scheint. Und da ist er sogar relativ froh drüber, dass jetzt nicht noch mehr runterkommen, die er irgendwo unterbringen muss. Nachdem ein, zwei Yetis schon in der Stadt bleiben wollten, dauerhaft, weil die das so lustig hier fanden, und einer einen Dachshandel aufmachen wollte. Was Lothian dann mit mühselig ausreden konnte, aber er kommt jetzt er kommt einmal im Monat vorbei zum Handeln mit Dachsen. Ja, das sind die Kleinigkeiten, mit denen sich Lothian herumschlagen muss. Nee, ich bin erstmal so ein bisschen überrascht, was ich so sehe. Nehme auch die Baustelle mit dieser im Aufbau befindlichen Kuppel, wo der Wiegbald, wo ich weiß, dass der Wiegbald war und sehe das alles und bin aber eigentlich irgendwie viel zu fertig, um mir da jetzt irgendwie noch mal größer einen Kopf drum zu machen, wie weit die hier sind und was die da schon alles investiert haben oder so. Sondern ich stapfe wirklich mit bleierner Schwere in den Knochen da irgendwie durch diesen hohen Schnee und irgendwie mega... Ja, so hoch ist er gar nicht mehr. Es geht ja den Frühling jetzt zu. Also es ist nicht mehr so hoch, wie es schon mal war, als ihr unterwegs gewesen seid. Okay.
trotzdem mit bleierner Schwere in den Knochen stapfe ich durch den Schnee, von mir aus dann nicht ganz so hoch, aber trotzdem, weil ich... War schon mal schlimmer. Und trotzdem einfach auch, weil ich jetzt einfach fast Tag und Nacht auch durchgelaufen bin, einfach weil ich sowieso nicht pennen kann, weil ich sowieso völlig fertig bin. Und ich habe irgendwie mal eine kurze Rast gemacht und mal irgendwie die Muskeln ein bisschen durchgedehnt. So, aber ich bin dann eigentlich immer ziemlich schnell weitergegangen, weil ich einfach die ganze Zeit geplagt von diesen Träumen, von diesem... Irgendwie muss ich diesem Auftrag, diesem Schwur gerecht werden. Das nagt so in mir, das arbeitet in mir. Und ich weiß überhaupt nichts darüber. Dieser Boron, der hat wohl irgendwas mit dem Totenreich zu tun. Das haben wir nun irgendwie rausgekriegt, ne? Dass wir die Vika Gott sei Dank wiedergekriegt haben. Und dieser Vogel, aber der hat ja nun auch alle nicht so viel erzählt. Irgendwie reden die, glaube ich, generell nicht so viel, was ich da irgendwie mitgekriegt habe. Und irgendwie ist das alles schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Aber es lässt mir einfach auch keine Ruhe. Und deswegen bin ich innerlich zermürbt, körperlich im Eimer von diesem Gewaltmarsch hierher. Und würde mich dann, sobald ich in die Ausläufer des Dorfes komme, irgendwie durchfragen, wisst ihr, wo Lothir gerade ist? Und wenn die mich dann halt zur Baustelle verweisen, da irgendwie mit Sack und Pack da irgendwie anschleppen und sobald ich ihn sehe, mich irgendwie erleichtert vor ihm auf den Schnitten plumpsen lassen und irgendwie völlig fertig aussehen und am Arsch. Also mein Bild ist neben dem Lexikon für am Arsch sein, das. Ja, also wird Ilva als erstes auffallen, dass sich Lothir äußerlich auch ein bisschen verändert hat. Erstens, er ist deutlich dünner, also sichtbar dünner geworden. Zweitens, von seinen braunen Haaren ist nicht mehr sehr viel braun übrig. Also er ist größtenteils ergraut. Auch der Bart ist größtenteils grau geworden. Und so müde wie du bist, sieht er, findest nicht ganz so heftig aus, aber man sieht die Müdigkeit in seinem Gesicht durchaus. Und im Ganzen sieht er halt deutlich älter aus, als du ihn in Erinnerung hattest. Aber er lächelt freundlich und Ilva, welch unerwarteter Besuch. Ja. Lothir, was weißt du über Boron? Wo bin ich da jetzt reingeraten? Direkt mal mit der Tür ins Haus. Geht das etwas genauer? Ich weiß nicht, was das bedeutet, sein Leben und seine Seele Boron zu verschreiben. Ich kann nicht schlafen, ich habe dauernd so komische Visionen und ich weiß, ich muss diesem jetzt irgendwie gerecht werden. Ich finde keine Ruhe in meinem Stamm, ich bin völlig rastlos, ich kann nicht mehr schlafen. Manchmal kommt das sogar tagsüber, dass ich irgendwelche Bilder sehe und ich kann die nicht einordnen und ich weiß nicht, was das alles soll. Und ich kann jetzt nicht einfach losstiefeln und sagen, na gut, dann mache ich halt was Boron-Gefälliges, weil ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ah, ich verstehe die Schwierigkeit. Ja, wo fange ich da an? Am besten suchen wir uns mal einen etwas ruhigeren Ort. Wie wäre es mit einem Boronsanger? Schmunzelt so ein bisschen. Fangen wir da doch mal mit an. Okay, wenn das hilft. Ja, dann also jetzt eignet er dann ein bisschen schon mal die Stadt im Aufbau, so bis man zum Boronsanger ist, was da verändert wurde, dass da zwei Kinder geboren worden sind. Also das halt, das Leben ist noch da. Es kehrt zurück nach Friesow. Wie gesagt, wie viel halt im Aufbau ist, dass die Stadt sogar fast ein bisschen geschmückt scheint, zumindest an der Hauptpassage. Und zum beginnenden Heiligtum von Wiegbald dem Siegreichen
Und bis sie dann vor dem neu gegründeten und leider etwas vergrößerten Bohrungsanger steht. Ja. Boron, ja. Um was geht es denn in diesen Träumen? Haben die irgendeine bestimmte Botschaft, die er da übermitteln will? Kommen da wandelnde Tote drin vor? Ja, auch. Ich habe von denen geträumt. Und ich habe so Schwingen gehört. Ja, weiß nicht. Irgendwie war das ganz wirr. Also meinst du, wir sollen... Gibt es denn noch hier von diesen lebenden Toten, die hier rumlaufen? Haben wir die nicht alle gekriegt? Meinst du, ich kann die jagen und dann ist gut? Also zum einen, wir haben gestern noch einen gefunden. Der ist aus dem See gekrabbelt. Ilva zieht die Axt. Die sollen mir kommen. Ganz ruhig. Du machst die Leute nervös. Es ist leider so wie damals auch schon. Die Eishexe geht, einige Eisleichen bleiben. Es wird immer ein paar Verstreute geben. Vielleicht ist das aber ein erster Schritt, dass du die zur endgültigen Ruhe betten sollst. Das wäre zumindest ein erster Schritt. Die Träume werden normalerweise von Bestariel überbracht. Den haben wir vermutlich auch mehr oder weniger gesehen. Stariel oder Golgari, da bin ich mir selber nicht so ganz sicher, was das für ein Avatar gewesen sein soll. Ein was? Ein Sendbote der Götter, ein Alvranyar. Die haben eigene Boten, wo man immer weiß, der kommt dann von Boron, ja? Und der eine sieht aus wie ein Vogel? Naja, also die Legenden beschreiben Golgari als einen zweigeteilten riesigen Raben. Die eine Seite ist normal, wie man sich einen Raben vorstellt, die andere Seite ist komplett skelettiert. Und je nachdem, welche Seite er dir zudreht, ist es eine gute oder eine schlechte Botschaft. Normalerweise sind die Alvranyare entweder die Kinder der Götter oder deren Kinder oder besonders mächtige Heilige. Golgari ist der Bote, der die Seele der Toten einsammelt, um sie über das Nirgendmeer in Borons Hallen zu führen, wo ihre Seele gewogen wird, um zu entscheiden, ob sie in ein zwölfgöttliches Paradies eingehen. Und dem haben wir Vika wieder abgeschwatzt. Möglich, dass es Golgari war. Bestariel ist der die Träume sendet. Meistens. Uta, dessen Pfeile immer treffen, bewacht die Pforte zu Borons Hallen und sorgt dafür, dass niemand Seelen aus Borons Hallen rausklaut und niemand sich Zugang zu Borons Hallen verschafft. Wer auch immer so bescheuert sein sollte, da reingehen zu wollen. Aha, und der hat also gepennt, als die ganzen Wiedergänger hier gekommen sind, ja? Naja, ich würde nicht direkt mit einer Lästerung anfangen, wenn du auf dem Weg zum Geweihten bist, aber die Götter sehen alles, aber wenn man jemanden erhebt aus dem Totenreich, entzieht man ihm damit den Einfluss der Götter. Deswegen ist das auch verboten. Und wird mit aber dem Tod hast du nicht gerade gesagt, der pass auf, dass keiner rauskommt? Naja, die Seelen werden dir über das Nirgend mehr gebracht. Erhebst du jemanden frisch, ist die Seele noch hier. Erhebst du diese ganzen Skelette, die wir gesehen haben, dann klaust du sie sogar schon aus den zwölf göttlichen Paradiesen, was richtig heftig ist. Und Menschen sollten das einfach nicht tun. Aber wie Menschen so sind, hören sie wieder nicht drauf. Ja, verstehe ich. Dann gibt es Marbo, das ist Borons Tochter. Die so ein bisschen so das Gegenstück zu Ifern bei Firun ist.
was Gnade betrifft. Und sie betet man unter anderem ein bisschen an, wenn man möchte, dass jemand noch nicht über das Nirgend mehr fährt. Dann gibt es noch die heilige Noyona von Salem, die das, die geistig Verwirrten betreut. Und Ithilia, die Frau Bohens, ist, soweit man das irgendwie sagen kann, das ist alles sehr verworren. Letztendlich sind die Aufgabe von Borunis, über die Träume zu wachen, dafür zu sorgen, dass keine Untoten erhoben werden, dafür zu sorgen, dass Gräber gepflegt sind und im gewissen Rahmen auch die Begleitung von Siechenden vorzunehmen. Also wenn jemand stirbt oder bald sterben wird, dass man ihm auch die letzte Beichte abnimmt, dass man ihn begleitet auf seinem Weg und ihm die Angst vor dem Tod nimmt. Das sind im Allgemeinen so die Aufgaben der Boronis. Es soll im Süden noch einen anderen Kult geben, aber da habe ich keine Ahnung von. So. Also. Was ich kann, ist Untote zur Strecke bringen. Das kriege ich hin. So, also wenn die hier noch rumlaufen, dann hatte ich schon mal eine erste Aufgabe. Was ich von dir lernen kann, ist, wie man das mit diesen Grabriten macht. Da habt ihr doch immer noch ein paar Worte dazu gesagt. Irgendwie Segen und dieses Rad geschlagen. Gebete und Liturgien, ja. Das muss man dann auch machen, damit es ordentlich ist. Also das müsste ich lernen, das kann ich nicht. Naja, früher oder später, also entweder, es kann auch sein, dass du dann irgendwann einen Traum bekommst, dass du irgendwo hingehen sollst, an einen bestimmten Ort zum Beispiel, irgendein Heiligtum, oder dass irgendwann ein Geweihter hier hinkommt und dich anleitet von Boron, der dir dann die entsprechenden rituellen Handlungen beibringt. Allerdings nicht alle Diener Borons sind geweiht. Es gibt auch welche, die nur sich dem Kampf gegen Untote verschreiben. Und gegen Nekromantie. Und wie kriege ich raus, was jetzt meine Aufgabe ist? Willkommen im Leben eines von den Göttern Berührten. Das ist aber ein bisschen undeutlich, nicht? Wenn es deutlich wäre, könnte es ja jeder machen. Doch. Nerven die rum mit Träumen, anstatt mal irgendwie hier klar zu sagen, so und so läuft's, pass mal auf, Freunde, da und da geht's hin. Weißt das wäre mein Stil. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich sagen, so und so läuft das. Pass mal auf. Gehst du nach A, machst du B. Weißt du, Eva, was man im ersten halben Jahr des Noviziats lernt, Demut und Respekt. Bitte was? Dass du... vielleicht überspringen wir diese Lektion einfach. Mit Demut und Respekt. Was wichtig ist, tatsächlich sich zu besinnen. In sich zu kehren. Seine eigenen Träume zu ergründen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und sich mit seiner eigenen Sterblichkeit vertraut machen. Ja. Okay. Und ich schlage vor, damit können wir erstmal beginnen. Also sitzen und denken? Ernsthaft? Meditieren. Also, ich bin jetzt wirklich müde, deswegen sitzen jetzt irgendwie auch okay, aber morgen fange ich dann an, Untote zu suchen, ne? Nur nach hat er ein paar Kräuter bereitgelegt, die das Meditieren erleichtern. Ah. Denk dran, Nonara ist nicht mehr. Ja, aber die Kräuter, ein paar Kräuter sind bestimmt noch da. Vielleicht hat Vika die rausgelegt. Ja. Dann. Ach so, vielleicht sollte ich dich ja noch auf ein Detail hinweisen. Eine Kleinigkeit hinweisen. Allen
Geweihten der Zwölfe ist zumindest eine Farbe zugeordnet und ein gewisses Ornat, was sie tragen. Er klopft auf seinen weißen Mantel. Du hast ja Quenyas Ornat gesehen. Oder die Rüstung von Wiegbald. Ja. Auch die Diener Borons haben ein Ornat. Und eine bevorzugte Farbe, die ihnen heilig ist. Irgendwie leitest du das so komisch ein, als wäre das was, was mir nicht steht. Ehrlich gesagt, von Mode habe ich keine Ahnung. Aber es ist schwarz. Das ist ein bisschen auffällig hier im Schnee, nicht? Boronis verbergen sich auch nicht, warum? Die meisten rennen ja vor ihnen weg. Das kenne ich. Schon mal vorgekommen, ja. Aber ich kann dir einen Vorschlag machen, weil ich glaube, diese normalen Roben sind hier im Norden sehr unpraktisch und passen auch nicht so richtig zu dir. Wie Roben? Diese langen Gewänder, mit denen man überall hängen bleibt? Nein, ich brauche wirklich was Praktisches. Also ich kann ja was Schwarzes anziehen, aber doch nicht so mit wie so Trompetenärmel. Und wie heißt das? Ja, genau. Während wir unsere Lektionen beginnen, wobei ich dir dann auch versuche beizubringen, ob du schon auf die Kräfte der Götter zurückgreifen kannst, ob du sowas schon inne hast. Das kann man nämlich am besten selber versuchen zu ergründen in diesen Träumen. Oder indem du dann einfach die rituellen Handlungen nachmachst, die ich vormache. Warte mal. Da kann ich auch so Sachen wie du, wenn ich dann zu Boron spreche und sag jetzt hier wilde Jagd und so, und dann kommt er und macht das, nein, oder was? Nein, das sind andere Gebete. Hey, aber du hast doch auch dauernd so einen Scheiß gemacht. Ja, das sind die von Ifirn. Und in gewisser Weise Schwurun. Was Borons Gebete richten sich eher dazu, dass alles still wird, dass die Leute beruhigt schlafen können, dass du Albträume vertreibst und dass du im großen Rahmen Untote zerstörst. Wie diese Kuppel, die ich geschaffen habe. Nur mächtiger. Haha, das klingt gut. Und ich kümmere mich nebenbei um ein passendes Gewand für dich. Also das heißt jetzt, meine Aufgabe ist, mir von Vika diesen Tee machen lassen, schlafen, Träume sortieren, morgen losgehen, Zombies schnetzeln, du nähst mir einen Mantel und dann kriegen wir das alles geritzt, ja? Das finde ich nur mal eine Aussage. Dankeschön, das hätte ja auch gleich einer mal vernünftig sagen können. Das ist zumindest der Einstieg. Und ich freue mich drauf, das wird unterhaltsam. Ja. Ich bin nicht sicher, irgendwie passt gerade dein Gesicht nicht zu deinen Worten. Ich brauche mehr Miet. Da würde ich mittrinken, das wäre ich dabei. Zum Glück verbietet Boron keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Es gibt Götter, die sagen, man darf keinen Alkohol trinken? Wer soll denn den folgen? Ich überlege kurz. Naja, nicht so direkt. Aha! Siehst du, die hätten nämlich niemals irgendwie Leute gefunden, die das mitmachen. Darüber sollten wir uns in Ruhe unterhalten, wenn nicht jeder zuhört. Mach so den schuldigen Blick nach oben. Gut. Tee kochen. Ja, verlassen Lothir und Ilva den Borons Angar wieder. Und sobald Ilva den ersten Schritt von diesem Borons Angar heruntersetzt, befällt sie wieder diese Schwere, die sie hatte vorher, was dich jetzt eigentlich ganz, ganz okay und richtig gefühlt, aber jetzt der erste Schritt über die Grenze und schon ist diese Herzensschwere wieder da. Aber gut, Lothir wird dir jetzt viel beibringen in den nächsten Tagen. Ob du dir das alles richtig merken kannst, wer weiß.
Und Ilva macht dann Streifzüge durch die Gegend und wird tatsächlich den einen oder anderen Untoten noch entdecken und zur Strecke bringen. Und irgendwie fühlt sich das richtig an. Ja. Und wir verlassen für eine Weile mal wieder Ilva und Lothir im Norden, gehen in den tiefsten Süden Aventuriens. Jenseits. Warte, bevor wir da hingehen. Ja. Irgendwo in Borons Ebene. Boron. Warum, Golgari? For the lols? Ja, du hast gesagt, du brauchst jemanden. Ja, es hat ja niemand behauptet, dass es einfach wird. ja, in den tiefsten Süden, jenseits des Kaiser Gerbald Forts. Vielleicht seid ihr mit dem Schiff nach Süden gefahren. Nachdem ihr Nija erreicht hattet, kann man dann auch ganz gut über den Fluss weiter reisen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ausgestattet Goswin und Ikayo geldmäßig sind, um diese Reise auch finanzieren zu können. Und ob Goswin überhaupt schon mal in Gerasim war. Immerhin hat er davon geredet, aber so richtig. Naja, du kennst vielleicht den einen oder anderen von den Hesinde-Disputen, aber. Ich würde mal sagen, ihr fahrt mit dem Schiff gen Süden. Und vielleicht ist für Ikayo vielleicht auch das allererste Mal auf einem Schiff, auf einem Fluss. Ja, also Eissegler oder sowas kennt Ikayo ja, aber. Ich glaube, ich habe im ganzen Abenteuer nicht ein einziges Mal Geld ausgegeben. Bedeutet, ich habe noch mein ganzes Startkapital irgendwo als Ersparnisse. Wo auch? Ja, wo eben. Auch. Wozu? Alle Orte, in denen wir waren, sind im Laufe des Aufenthalts richtig zu Klump geklopft worden. Das heißt aber auch, dass Ikayo, als sie gen Süden geht mit Goswin, das erste Mal irgendwie, dem ihr halt ein paar Kilometer südlich des Kaiser Gerbald Forts seid, irgendwann diesen typischen Herr der Ringe Hobbit Moment erlebt, in dem, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, bin ich so weit von zu Hause weg, wie ich es noch niemals im Leben vorher war. Und ist vielleicht komisch. Goswin läuft vielleicht vor und dann muss ich kurz umdrehen und Kaiu läuft hinterher. Kaiu guckt Richtung Norden. Goswin fängt an zu stöhnen und zu schielen. Ja. Kaiu hätte niemals gedacht, dass es so viel Land südlich gibt. Ja, verrückt, oder? Also müssen wir jetzt bald irgendwann in, wie hieß dieser Ort, der ganz südlich lag? Lohwangen. Redest du jetzt von Lohwang oder von Brabak? Oder von Brabak, genau. Jetzt müssen wir bald in Brabak sein, richtig? Du hast gesagt, das liegt im Süden. Also in Brabak wirst du ganzjährig es höchstens in kurzer Kleidung aushalten. Mir ist jetzt schon zu warm. Also dann muss das ja bald also irgendwo da hinten sein. Und sie deutet mal Richtung Horizont. Kaio, wir müssten in diese Richtung, und ich zeige nach Süden, wahrscheinlich noch mindestens 2 Monde laufen. Wahrscheinlich mindestens. 2 Monde? Ich kann ihm schätzen. So viel Land kann da doch unmöglich sein. Doch. Ach du meine Güte. Da kommen Wälder und Berge und Auen und Straßen und Städte und Biederberge und Wüste. Was ist das Wüste? Also Eiswüste, wie der Schnee? So ähnlich, nur mit Sand. Und richtig heiß. Was ist also Sand? Heiß wie im Ofen. Sand. Ah, das ist dieses komische Feinkörnige, was ganz unten in der Bernsteinbucht liegt, ne? Ja. Und davon ist dann eine ganze. Warum gibt es eine solche Wüste? Wie lebt man da? Das kannst du ja mal die Götter fragen. Keine Ahnung.
Ich frage die relativ viel, aber sie antworten so selten. Vielleicht liegt das auch an der Qualität deiner Fragen. Das ist gut möglich. Ja, also die erste Reise ist auf jeden Fall, bis ihr in Nija seid, auf jeden Fall beschwerlich. Es ist zwar Steppe, aber kurz vor Nija ist halt ein Gebirge. Und da müsst ihr durch. Was auch in Mikaios Zustand, der sich immer deutlicher abzuzeichnen beginnt, gar nicht mal so einfach ist. Deswegen seid ihr froh, dass ihr dann da auf ein Flussschiff umsteigen könnt. Und Nija ist jetzt keine große Stadt, wie man sich das vorstellt irgendwie. Aber es ist zumindest mal eine andere Stadt, die Ikayo noch nicht kennt. Und tatsächlich kommt ihr dann, wenn ihr mit dem Schiff gen Süden fahrt, noch an einigen anderen Städten vorbei, die Ikayo nicht kennt. Und naja, wie gesagt, alles komplett neu. Und je weiter ihr nach Süden kommt, desto ungewöhnlicher werden die Bauten. Die haben hier überhaupt keine Zelte, keine Iglus, nichts mehr. Alles, es wird teilweise mit Stein gebaut und es ist es wird immer eigenartiger und immer wärmer vor allen Dingen. Ja. Und auf dem Weg vielleicht nach Süden kann Goswin vielleicht irgendwo bei einem Händler tatsächlich eine Landkarte erstehen. Und Ikayo mal zeigen, wo man irgendwie hinreist und wo Lohwangen liegt. Ich glaube, ich würde lieber versuchen, ihr das auf einer Karte dort einmal zu zeigen. Also eine Landkarte erstehen ist, glaube ich, ein bisschen arg teuer für wir sind auf der Reise. Ja, und vielleicht findet man einen Abyssgeweihten, der herumreist und euch was zeigt oder so. Der ist so bunt. Wieso ist der so bunt? Ja. Was sind das für Farben? Die meisten davon kenne ich nur... Weiß nicht, von so. Also viele davon habe ich noch nie so richtig gesehen. Auch als die ersten richtigen Blumen dann irgendwann mal anfangen zu blühen, da wirst du mich öfter mal am Wegrand stehen und staunen sehen, weil so richtige Blumen gibt es im Norden nicht. Da gibt es so ein bisschen Flechte, was halt so ein bisschen ganz kleine Blüten austreibt. Und dann, wenn wir irgendwann so an so, keine Ahnung, so Glockenblumen vorbeikommen oder so, dann stehe ich da. Und dann werde ich irgendwann das Blumenpressen für mich entdecken und so anfangen, so Blümchen zu sammeln. Dann so mitnehmen. Wenn die Städte, durch die ihr durchgereist sind, nicht sowieso schon sehr, sehr interessant und fantastisch für Ikayo irgendwie gezeigt haben, ist dann euer Endziel, von dem Goswin dann wirklich sagt, dass da vorne müsste jetzt die Stadt Erasim sein, wo wir hinwollen. Sie ist wirklich eine etwas, also von außen her, wirklich größere Stadt. Aber es ist ganz anders, als Ikayo sich das wahrscheinlich vorgestellt hat, aufgrund der Städte, durch die ihr bisher gekommen seid. Es gibt wenig Stein hier. Und ihr kommt wahrscheinlich irgendwann so im Sonnenuntergang vielleicht an. Die Sonne verschwindet gerade hinter den Bergkuppen, lässt noch so ein paar Strahlen irgendwie hin und es bricht sich alles so in Blättern und in Natur. Es sieht aus, als hätten hier die Menschen und Elfen, die hier wirklich sehr viel zu sehen sind, auch schon im Umland. Als ob sie hier Häuser wirklich aus den Bäumen oder aus der Erde herausgebaut hätten. Es ist vielleicht ähnlicher als die anderen Städte. Vielleicht vergleichbarer mit den Jurten. Aber es sind keine richtigen Zelte. Es ist halt wie, als wenn ein Baum entschieden hätte, einen natürlichen Schutz zu bieten. Und zwar in Hausform. Und nicht nur einmal, sondern öfters und nach oben hin verzweigt. Und es gehen Straßen und Wege zwischen den Bäumen hin und her. Also weil die Äste so gewachsen sind, wie sie sind. Und überall liegt ein leichtes Klingen in der Luft. Und dieser Schimmer, den die letzten Sonnenstrahlen auf den Blättern hinterlassen, ist fast schon so ein bisschen magisch. Schillert und glitzert und mit diesen Klängen, mit dem Gesang, der sich von überall herkommen zu kommen scheint und der sehr lieblich im Ohr klingt, der so ganz anders ist als die nevesischen Gesänge oder die anderen
Gesänge, die ihr in Gasthäusern mal gehört habt. Keine Heldenlieder, es ist einfach eine fremde Sprache, aber es ist eigenartig, fast schon einlullend und schön. Mich würde natürlich jetzt ganz besonders interessieren, also ich gehe mal davon aus, dass wir Eisblüte im Schlepptau haben. Ja. Und mich würde natürlich ganz besonders interessieren, wie sie darauf reagiert, wenn wir jetzt so etwas sehen. Also ich kenne ja die Erzählung, ich habe ja zumindest schon eine ungefähre Ahnung, was uns da erwartet. Bei Ikayu glaube ich, dass sie so ähnlich reagieren wird wie bei vielen anderen Städten vorher, dass ich hier zwischendurch dann mal den Kiefer hochklappe. Aber ich glaube, Eisblüte wird da auch nochmal interessant sein zu beobachten. Ja, sie interessiert sich vor allen Dingen für die anderen Elfen, die hier herumlaufen. Wenn ihr da auf dem Weg ein paar spitzohrigen Gesellen begegnet, wird sie sie interessiert ansehen, aber gleichzeitig ihre Kapuze tiefer ins Gesicht ziehen, als ob es ihr unangenehm wäre, mit den Leuten in Verbindung zu kommen. Und wird auch du wirst ja wahrscheinlich darauf vorbereitet haben, dass es dort einige Elfen mehr gibt, umhören. Und sie deutlich hier, also sie ist total interessiert an deren Lebensart und aber andererseits ist es, man merkt ihr an, dass es ihr peinlich ist, dass sie das ist, was sie ist. Und sie hat dich sehr oft viel über Elfen ausgefragt und du weißt nicht sonderlich viel über Elfen, also das, was man so aus den Lehrbüchern kennt, deine eigenen Verwandtschaft elfischer Art hast du ja jetzt auch nicht kennengelernt. Du bist ja selber sehr interessiert daran, an deinen elfischen Wurzeln, aber was du ihr erzählt hast, das klang für sie so anders, als dass sie sich das vorgestellt hatte, weil sie ja eigentlich mehr nach den Hochelfen sucht, anstatt nach den Nachfahren der Elfen und konnte es gar nicht glauben, dass es keine Hochkultur mehr geben soll, zum Beispiel. Und als sie die Stadt dann sieht, mit ihren Bauten, siehst du dann irgendwie einen erkennenden Blick. Es ist sowas Ähnliches kenne ich. Aber es ist doch so anders und besonders. Und sie ist gleichzeitig aufgeregt, neugierig, interessiert, aber sehr zurückhaltend. Hält sich sehr hinter euch beiden und wartet, bis ihr Fremde ansprecht, bevor sie mit denen in Kontakt tritt. Sie scheint auch immer noch sich 3 oder 4 Mal umzusehen, ob euch jemand folgt. Also sie ist immer noch nicht ganz raus aus diesem Werde-verfolgt-Ding und ich bin besonders und auch generell Gemeinschaft scheint ihr schwer zu fallen. Ich werde mich, wenn ich bemerke, wie unwohl sie sich fühlt, ein bisschen bei ihr halten, so ganz seicht ein Gespräch anfangen. Einfach über die Baumhäuser und vielleicht über die Blumen. Und dass ich noch nie Laubbäume wirklich gesehen habe und vor allem nicht so große Laubbäume. Also in den Städten waren ja jetzt auch nicht so viele bisher. Warum leben die zusammen? Tja. Vermutlich, weil sie sich dieselbe Heimat teilen. Warum? Weil Völker wandern. Überleg mal, mein Volk wandert die ganze Zeit durch den Norden. Wir leben auch theoretisch mit vielen zusammen. Mit den Firnelfen, mit den Fjarningern, mit den Yetis. Mit uns. Mein Volk nimmt sich das, was es braucht. Ja, das tun manche Völker. Auch das der Menschen. Menschen sind minderwertig. Darüber hatten wir geredet. Wie war das Wort, das wir benutzen wollten? Ist mir entfallen. Menschen sind erstmal zerbrechlich. Ja, das auch. Vor allem kleine Menschen.
Schwach. Menschen sind erstmal im Moment für uns Bekannte, Bekanntschaften, neue Beziehungen, vielleicht sogar Freunde. So wie wir. So wie wir. Und ganz ehrlich, wir sind die drei mit den verrückten Augen, also das zu toppen wird ein bisschen schwierig. Es ist faszinierend. Diese Architektur kommt mir komischerweise bekannt vor. Nicht mit Bäumen, aber mit Eis. Lebt ihr so unter dem Meer? Anders. Ich habe diese Bilder gesehen von alten Städten. Deswegen kommt mir die Alten haben den Materialien ihren Willen aufgezwungen. Sie haben geformt. Und das machen wir immer noch. Sie waren also keine. Das scheinen sie hier auch gemacht zu haben. Aber irgendwie wirkt es hier alles viel friedlicher. Diese Elfen haben erkannt, dass sie nicht allem ihren Willen aufzwingen wollen. Warum nicht? Du siehst ja, es ist nicht unbedingt nötig. Warum sollte man es dann tun? Und wenn man allem seinen Willen aufzwingt, wie soll es dann jemals zu seiner eigenen Bestimmung finden? Obwohl irgendjemand von diesen Elfen hier mir etwas mehr über die Götter erzählen kann? Vielleicht. Zumindest ist hier die Wahrscheinlichkeit deutlich größer als anderswo. Dann bin ich gespannt, wen wir treffen und wen wir finden. Nicht nur du. Und ja, ganz ehrlich, ich gucke nochmal so auf den Baum. Ich will da hoch. Ich weiß, ich sollte nicht klettern. Dann lauf. Aber ich will. Ich will da hoch. Und man sieht tatsächlich schon, wie sie sich so umguckt, so nach dem Motto, wie komme ich da am besten hoch? Gibt es eine Treppe oder eine Leiter? Muss ich am Stamm hochklettern? Ich drücke ihr einfach nur ein bisschen sanft meine rechte Hand auf den wachsenden Bauch. Du kletterst jetzt erstmal gar nicht, bitte. Na gut. Spielverderber. Diese Bäume stehen wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrzehnten hier. Die werden auch noch weitere Jahrzehnte hier stehen. Du wirst noch genug Gelegenheit haben, da hochzuklettern. Sie werden doch bestimmt nicht umfallen, nur weil ich draufsteige. Eisblüte wartet, bis Goswin ein paar Schritte wieder nach vorne gegangen sind und beugt sich dann zu Ikayo rüber und meint, der dir gerade seinen Willen aufgezwungen? So könnte man das sehen. Und ich lache tatsächlich. Wollten und wir das nicht so machen? Nicht machen? Sagen wir so, er hat ein kleines Mitspracherecht an dem hier und ich tippe mir auf den Bauch. Das ist sein Kind. Und natürlich ist er besorgt. Und wenn ich da hochkletter, könnte ich runterfallen und mir was tun. Aber er hat keinen Bauch. Naja, er hat schon einen Bauch, aber nicht so einen. Mustert Goswin so von hinten. Glaub mir, wenn die Männer Kinder kriegen würden, würde die Welt zugrunde gehen. Ich glaube nicht, dass sie das ertragen würden. Richtig. Richtig. Deswegen hat er auch kein Mitspracherecht. Du gefällst mir. Also? Deutet auf den Baum? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal vorstellen, weil ich glaube, da oben wohnen Leute und wenn ich plötzlich bei denen in ihr Haus einbreche, ist das ein ganz schlechter erster Eindruck, den wir vielleicht nicht hinterlassen sollten. Was meinst du? Warum? Einbruch ist keine gute Grundlage für eine erste Kommunikation. Wie soll man denn sonst mit Leuten in Kontakt kommen? Man geht an eine Tür und klopft. Komm mit, wir zeigen es dir. Ist ganz einfach. Liska!
Komm da raus, hör auf, ein Blumenbeet zu scharren. Ah, oh, dieser Hund. Und dann geht sie rum und holt den Hund aus dem Blumenbeet. Der. Niemals kann ich dich nirgendwo mit hinnehmen. Ah, naja, gut. Bei uns im Norden gibt es sowas nicht. Aber ich glaube nicht, dass du hier drin rumwühlen darfst. Einbruch ist wirklich eine sehr, sehr gute Maßnahme, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Ja. Ja, dann folgen wir Goswin. Je weiter ihr in die Stadt hineingeht, umso mehr wird diese Eigenartigkeit dieser Umgebung deutlich. Also es sind teilweise Steinhäuser, wie ihr sie auch kennt, aus den anderen Städten, die so zwischen den Baumhäusern so zwischengebaut sind oder an sie dran. Menschen, Elfen und Zwerge, nee, Zwerge nicht, Halbelfen meinte ich, ja, in verschiedenen Kombinationen quer über die Straßen laufend und ihrem geschäftigen Treiben nachgehen. Diese Musik wird allgegenwärtiger und vielleicht kann man sogar, wenn man stark darauf achtet, sehen, wie die Bäume wirklich wachsen oder wie ein Elf irgendwie auf einem Baumast sitzt und singt und der Ast sich wirklich bewegt und wächst, man dem dabei zusehen kann. Und ja, es ist vor allen Dingen, da die Sonne ja untergegangen war und hier trotzdem aber immer noch irgendwie kleine Laternen in den Wipfeln hängen und das Ganze beleuchten, mit einem sehr unnatürlich wirkenden Licht, aber das gleichzeitig Wärme und also warmes Licht ausstrahlt und nicht Unnatürlichkeit von Kälte oder sowas von sich gibt. Es ist auch kein Kerze oder sowas zu sehen, was man in die Laterne reingemacht hat, aber es ist so ein bisschen wie ein Glühwürmchenlicht, nur größer. Und überall. Wie ein extra nochmal in die Bäume gehangener Sternenhimmel. Ich hole mal das Himmelslicht raus. Kann man das damit ungefähr vergleichen? Also mit dem Leuchten? Ja, je weiter ihr in den Süden gelaufen seid, desto weniger pulsiert das Himmelslicht und desto weniger Licht gibt es ab. Mhm. Es ist immer noch leicht schimmernd, aber es scheint so, als ob dieses Ding in den Norden gehört und nicht hierhin. Das heißt, wir werden es im Norden abgeben, wenn wir das nächste Mal da sind. Denke ich. Ja, wenn, vielleicht wenn, ist dann der wenn Tempel Kaio fertig. Sich ein bisschen auf das Himmelslicht konzentriert, bekommst du natürlich auch Eindrücke aus der Umgebung, weil das ja nun die Fähigkeit des Lichtes ist. Und es ist ein dich überschwappt, wenn du das zulässt und dich öffnest, überschwappt dich so eine, es ist so ein bisschen dumpf, irgendwie so, als würde man den Kopf unter Wasser halten, irgendwie, weil alles so ein bisschen gleich wirkt und harmonisch und die Geräusche irgendwie so ein bisschen verschwimmen im Hintergrund und irgendwie man automatisch so ein leichtes Hochgefühl bekommt. Ja, sie, gute sie wird Energie, sich so ein bisschen, gute Stimmung. Sie wird sich ein bisschen darauf einstimmen und dann irgendwann den Kopf heben, um mal zu gucken, ob irgendwer bemerkt hat, dass sie da jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise Kontakt aufgenommen hat und dann das Himmelslicht doch wieder wegpacken und den Verkehr nicht weiter aufhalten. Ja, vielleicht hat sich Ikayo auch irgendwann dabei erwischt, wie sie eine der Melodien mitsummt. Ja, das bestimmt. Jetzt bestimmt. Garantiert. Vielleicht sogar die Melodie, die, keine Ahnung, den Ast zum Wachsen gebracht hat oder so. Klingt vermutlich sehr, sehr schlimm in den Ohren jedes Elfen, der da gerade zuhört. Aber naja, sie summt so ein bisschen mit. Ja. Und was macht Goswin? Der wird sich wahrscheinlich auch staunend umgucken. Ich werde aber versuchen, mir das nicht anmerken zu lassen. Also wahrscheinlich wird man dann immer so verstohlene Blicke sehen. Aber ich bin dann etwas angespannt. Die Elfen und Menschen um euch herum lächeln euch an und sind sehr freundlich. Irgendwie, es kommen irgendwie sehr schnell elfische Kinder auf euch zu und überreichen euch so einen Blumenkranz, den ihr auch bei anderen Menschen und Elfen schon gesehen habt, die so Geflechte aus Blumen und Pflanzen im Haar oder irgendwo an dem Arm tragen oder so. Vielen Dank.
Ja, und man antwortet dir in einer gesungenen Art. Irgendwie, du kannst die Sprache nicht verstehen, was wie das Kind singt. Und zwar zweistimmig. Das klingt so ein bisschen wie Banbahalidin. Ich bin total beeindruckt und ich finde es unglaublich niedlich. Das sind bestimmt die Hormone. Ich bin normalerweise nicht so rührselig, aber das ist gerade unglaublich niedlich. Und, und dann drehe ich mich zur Eisblüte um und sage, was sagt er? Freundschaft. Freundin. Ah. Danke. Zurück. Hallo, Freund. wir wollen uns anmelden. Weißt du, wo man hier Hallo sagen muss? Ja, das Kind blickt sich so zu seinem Spielkameraden um. Zuckt dann mit den Schultern. Und der zeigt dann irgendwie an eine Richtung. Danke. Dann erhebe ich mich etwas umständlich aus der Hocke und dann geht's weiter. Ja, die Akademie, das ist noch nicht schlimm, die aber Akademie ungewohnt. Von Gerasim, so wie ich sie mir vorstelle, ist ebenfalls aus einem riesigen, großen Baum gewachsen. Trägt dennoch die etwas banalen und etwas mehr in der menschlichen Welt verhafteten Gildensymbole und Siegel und auch Teile von menschlichem Bau. So, es sieht wirklich aus, als wären hier zwei Baustile ineinander übergeflossen, so als ob es auch harmonische Übergänge zwischen Stein und Wurzeln gibt. So als ob sie sich verbunden hätten in eins. Was für Goswin wahrscheinlich ihn erinnert an irgendwelche Experimente, die er mal gemacht hat, an seiner Akademie, wo man verschiedene Dinge miteinander verschmolzen hat, die eigentlich nicht zusammengehören. Und dann in diesem Verwandlungsstatus für eine kurze Zeit lang behalten wurden und dann halt in ihre richtige Form gekommen ist. Und hier scheint es so, als ob man Wurzel und Lebendes mit diesem toten Stein verschmolzen hätte, so dass der Stein selbst auch lebendig wirkt und mit Moos überzogen ist. Und ja. Natürlich kann Goswin vorsprechen als Magier der Grauen Gilde. Und natürlich wird man ihm auch Gehör schenken und ihn hereinlassen und freundlich begrüßen. Ja, ich werde auch beginnen zu erzählen. Ich werde jetzt ins Bossparan verfallen, weil ich weiß, dass das in der Grauen Gilde natürlich erstmal so die übliche Höflichkeit ist. Wenn nämlich nicht darauf hinweisen, dass ich eine andere Sprache sprechen soll, werde ich auch weiterhin Bossparan sprechen. Und ich werde uns erstmal vorstellen. Genau, Rian macht schon richtig. Es ist. Und ich verstehe kein Wort. Wenn ihr auf den Innenhof kommt, wird das, was ihr am eindrücklichsten findet im Innenhof, sind die Leute, die gerade miteinander diskutieren. Ihr seht da irgendwie eine rothaarige, langhaarige Frau, die mit einem in eine grüne Robe gekleideten Mann diskutiert, der irgendwie ein Vollbart besitzt, wo irgendwie so Wurzeln im Bart drin sind. Oder zumindest scheint es so. Die scheinen sich angeregt zu unterhalten und im Hintergrund läuft eine merkwürdige Gestalt um sie herum, die entfernt menschlich aussieht, auch spitze, lange Ohren besitzt, aber gänzlich aus Moos zu sein scheint. Und mit schweren Schritten immer um sie herumläuft. Ikayo, das ist eine große Ehre. Was? Eine große was? Was du dort siehst, das ist etwas, was wenige Leute zu Gesicht bekommen. Aber was ist das? Ein Baum? Ein
Braucht ein Mensch Baum? Was ist das? Ich bin höchst verwirrt. Also ich bin selber auch nicht genau sicher, was es ist. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Es könnte ein Elementargeist sein, einer der sogenannten Djinnen. Es könnte vielleicht, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere in meinem Stoff, es könnte ein Waldschrat sein. Ein was? Ein was und ein was? Also mit Geist kann ich was anfangen, aber... Ja, dann bleibt mal bei der Vorstellung. Also eine Art Baumgeist, eine Art Naturwesen. In diesem Moment öffnet sich neben Ikayo ein Flirren in der Luft und es gibt einen großen, also nicht einen Knall, aber so ein leichtes so. Und neben dir erscheint ein elfischer Mann mit Magierrobe, der sich kurz umschaut und dann direkt irgendwie in eine Richtung geht. Ich halte Liska zurück, die sich auch erschreckt hat und anfängt zu knurren. Alles gut, alles gut. Das ist hier wohl normal. Ja, das ist eine Akademie mit dem Schwerpunkt Bewegungsmagie. Es könnte noch häufiger passieren, dass hier einfach Leute her teleportieren. Herr was? Bewegung ohne sich zu bewegen. Also ich verschwinde am einen Ort und tauche an einem anderen wieder auf. Das hätten wir mal brauchen können im Kampf gegen die Chakraga. Eine weibliche Elfe schwebt quasi im Schneidersitz sitzend mit so einer komischen Bewegung irgendwie gerade von oben herab nach unten. Arthaneid. Also ganz schöne Angeber hier unterwegs. Lässt sich dann aber auf ihre Füße nieder vor Goswin und Ikayo und Eisblüte und mustert euch und meint herzlich willkommen in Gerasim. Dies ist der Platz der Begegnungen. Und wie Welche ich sehe, Sprache seid ihr neu hier. Sie spricht Elfisch. Weil sie ich Goswin verstehe kein anspricht. Wort. Ich verneige mich nach allen Formen der mir möglichen Kunst. spreche Sanyasala Fey. Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Mein Name ist Goswin Allebrecht zu Lohwangen. Ja, ich musste mir einen Namen rufen. Ich stelle dann in der Zwischenzeit Ikayu, Liska und Eisblüte vor. Alaniel Minzenweg. Werte Alaniel, wir sind hergekommen, um vorzusprechen. Wir suchen Obdach und sind der Meinung, wir könnten etwas zu euren Forschungen beitragen. Nicht nur durch die Geschichte, die wir selbst erlebt haben, sondern auch durch, und ich gucke jetzt Eisblüte an, durch die Personen, denen wir begegnet sind. Und ich glaube, Eisblüte versteht kein Istira, oder? Sie spricht Astaria, von daher wird sie das wohl verstehen, wenn auch gebrochen. Gut, also auf jeden Fall werd ich ihr dann eben auf dem gängigen Gareti, das wir ja sonst auch gesprochen haben, dann deuten. Liebe Eisblüte, ich möchte dich gerne vorstellen. Und deute ihr so von die Von welchem Kapuze Stamm abzünden. Kommt sie denn? Sie ist eine Chakagra. Ja, man merkt, dass dieses Wort irgendwie bei ihr schon irgendwie eine Emotion kurzzeitig auslöst und dann kommt die Neugier in das Gesicht. So etwas haben wir aus einem Lied eines Torvalas gehört, dass es sie gibt. Ja, ihr sprecht wahrscheinlich von der Überlieferung Omvolkas. Die habe ich auch gelesen und hatte sie eigentlich für
ein bisschen übertrieben erachtet, bis wir im hohen Norden tatsächlich den Chakagra gegenüberstanden. Und Eisblüte hat sich von ihrer Sippe abgewandt, um auf die Suche zu gehen. Das ist traurig, sich von seiner Sippe abzuwenden. Gut, da der Rest der Sippe jetzt im ewigen Eis begraben liegt, weil sie Frisov und Frigorn zerstört haben und wir uns ihnen mit einer bunt zusammengewürfelten Armee entgegenstellen mussten, ist es vielleicht nicht ganz so traurig. Und noch anderen unschönen Begebenheiten, die wir hier nicht laut aussprechen möchten. Wir sollten das vielleicht in einer etwas privateren Umgebung besprechen. Folgt mir. Mhm. Und sie schwebt wieder nach oben. Lustig. Ich gucke jetzt erstmal, wo genau sie hinschwebt, bevor ich irgendetwas unternehme. Sie schwebt einfach erstmal vom Boden weg nach oben. So 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter? Ja, erstmal. Da bleibt dann so wahrscheinlich auf 3 oder 4 Metern stehen und schaut sich so um, so unter dem Motto: Warum kommt ihr nicht? Ich kann nicht auch zaubern. Sollen wir euch hinterher fliegen oder habt ihr vor, mit uns einen Raum aufzusuchen, der macht eine Handbewegung und eine Brücke aus purem regenbogenfarbenen Licht erscheint und macht nochmal diese Geste, kommt. Wieder murmel ich, Angeor. Ich guck diesen Regenbogen an. Ich guck Goslin an, ich guck die Elfe an, ich guck den Regenbogen an, ich verstehe überhaupt nichts, ich guck Goslin an, ich guck den Regenbogen an. Und jetzt? Man kann darüber laufen. Komm, und ich halte dir so die Hand hin. Ich guck das Licht an, ich guck ihn an, ich guck das Licht an, versuche herauszufinden, ob er mich verarschen will. Er sieht nicht so aus. Er kann es ja vormachen, also. Ich gehe auch ganz selbstverständlich los. Also wirklich so total. So ein leicht resting bitch face, ja, so. Roswin wird auf jeden Fall merken, dass hier in dieser Stadt generell oder so eben auch irgendwie, du fühlst dich gestärkt von innen heraus. Also das scheint ein Punkt deres zu sein, der deine Kräfte, deine astralen Kräfte auf jeden Fall unterstützt und befördert und ein eigenartige das hast du ja auch in deiner Akademie wahrscheinlich auch ähnlich gehabt, aber nicht so harmonisch wie hier. Vielleicht ist es auch dieser Geist, der da anwesend ist, der das noch begünstigt oder so. Wer weiß. Der euch übrigens jetzt gerade so hinterher guckt, weil er so auf seiner Augenhöhe vorbeilauft. Ja, ich werde Liska durch eine Geste in eine Ecke des Hofes befehligen, irgendwo, wo es Schatten ist, und ihr sagen, bleib. Und dann legt sie sich dahin und wartet. Und dann, weil ich werde meinem Hund nicht zumuten. Es wird eine Katze irgendwie auf sie zulaufen und ein bisschen an Liska anfauchen. Und, ja, Liska ist das egal. Die leckt sich über die Schnauze und weiß, die fresse ich normalerweise zum Frühstück. Ja, es ist mein Hund. Mein Hund kommt aus dem Norden. Das sind die Regeln ein bisschen anders. Und dann nehme ich Goslins Hand und betrete dieses merkwürdige Licht und denke mir, das wird mir keiner glauben, wenn ich das irgendwem erzähle. Dass ich über einen Regenbogen gelaufen bin, wenn ich das immer erzähle, die wird mich angucken, als hätte ich einen Hirnschaden. Ja. Und ihr könnt, wie gesagt, euer Anliegen vorbringen. Und was genau wollt ihr denn jetzt von der Akademie und von den Magiern dort? Also erstmal erzählen wir unsere Geschichte, das, was wir erlebt haben. Und mir sind zweierlei Dinge ein Anliegen. Erstens, ich möchte diese Geschichte für die Nachwelt festhalten können. Das heißt, sie gehört erstmal aufgeschrieben und verbreitet. Des Weiteren, ich möchte gerade diese nördliche Allianz nutzen, um Gedanken dazu nachzugehen, wie denn sich die Begegnung von gerade so unterschiedlichen Spezies, wie sie dort oben stattgefunden hat,
sich fruchtbar auf das Zusammenleben auswirken kann. Vielleicht im Norden, vielleicht aber auch auf einer Metaebene in eine gängige Theorie verwandelt. Kurz gesagt, ich möchte gerne Anthropologie unternehmen und dazu bräuchte ich natürlich eine Form von Lehrauftrag, von Unterstützung, von Obdach. Wir sind immer für jeden offen, der einen seinen Teil beitragen möchte. Und euer Forschungsschwerpunkt, den ihr vorschlagt, klingt in der Tat äußerst interessant. Vor allen Dingen auch zu untersuchen, was dort oben jetzt wirklich passiert ist und was dieses elfische Volk der Chakraga angeht. Das ist eine äußerst interessante Forschungssache. Die Verbindungen zu unserem Volk sind, wenn sie überhaupt noch vorhanden sind. Ich spüre das Badok stark in dieser dort. Ja, das hängt wahrscheinlich mit den Umständen zusammen, unter denen die Chakraga unter dem Eis leben. Ich fürchte, viele der meiner Geschwister hier werden ihr deswegen mit nicht so offenen Armen entgegengehen. Diese Stadt ist generell dafür da, dem Austausch von Kulturen immer offen gegenüberzustehen, aber einige werden sicher vor ihr Angst haben, wegen ihrer Aura. Nun, wenn wir unsere Angst besiegen konnten und sie ist mittlerweile Teil meiner Familie, dann denke ich, dass andere das auch können. Es ist auf einer anderen Ebene, als du, junge Nivesin, das vielleicht verstehen kannst. Stimmt. Ich verstehe so ziemlich gar nichts, was hier gerade passiert, aber es ist sehr interessant. Mein Volk öffnete sich hier den Menschen und ist von daher eine Besonderheit, aber wenn ihr hier leben wollt und hier forschen wollt, dann müsst ihr euch auch auf diese Lebensart einlassen. Mittel zum Forschen zum Beispiel zu fordern, ist hier schon etwas merkwürdig. Natürlich gegenüber den anderen Akademie draußen ein berechtigter Einwand und ein Vorwand und ein Anliegen. Aber hier in dieser Stadt ist ein Mittel, was man braucht, das, was man bekommt, wenn es der Allgemeinheit zugute kommt. Du gibst etwas und bekommst etwas, wenn es nützt, was du tust. So ist der Lebensweg. Alle befruchten sich gegenseitig in ihrer Art und Tun. So kann jeder in seiner Art und jeder in seiner Leistung wachsen und gedeihen. Und jeder von dem anderen profitieren. Ich drehe mich mal zur Eisblüte um. Hast du das verstanden? Interessant. Interessant oder hast du es verstanden, was sie damit sagen möchte? Hab ich schon. Das ist ja ein anderes Konzept. Es ist sehr umständlich. Glaubst du, du kannst dich daran anpassen? Um hier eventuell auch deinen eigenen Fragen auf den Grund gehen zu können? Ich werde es versuchen. Das ist eine gute Einstellung. Ich rate davon ab, in der ersten Neugier zu sehr nachzugeben und diejenigen, die noch dem alten Weg in dieser Stadt folgen, zu sehr nahe zu kommen. Eigentlich sind hier alle andere Arten gewohnt. Wir kennen die meisten Völker auf der Erde. Wir sind bemüht darum, von jedem einem Volk jemanden hier zu verorten, damit wir von ihm lernen können. Und einen Chakagra haben wir in der Tat noch nicht. Dennoch wird es bestimmt Stimmen geben, die sagen, dass die Anwesenheit eines Chakagra hier für Unheil und für Chaos und Durcheinander sorgt.
Aber das hat man am Anfang über die Menschen auch gesagt. Nichts, was man nicht aus der Welt schaffen kann. Also, wenn ihr hier forschen möchtet und euch einbringen möchtet, wird euch herzlich aufgenommen und willkommen. Solange ihr fruchtbar für die Gemeinschaft arbeitet, gibt die Gemeinschaft euch zurück. Herzlichen Dank. Dann müsstet ihr uns aber auch verraten, wie wir das bewerkstelligen sollen. Schaut euch um. Erkennt, was die Bedürfnisse eurer Mitmenschen und Mitelfen ist, eurer Mitbewohner in dieser Stadt. Und schaut, was ihr ihnen geben könnt, was sie brauchen. Und sie werden das Gleiche mit euch tun. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oft ist zum Beispiel ein gutes Gespräch eine bessere Bezahlung für etwas als eine Münze, wenn ihr mich versteht. Ja. Wir kennen jemanden, der gerne Handel betreibt mit Dachsen, Schlitten, Waffen und Pelzen. Gut. Habt ihr eine Idee, wie ihr wohnen wollt, oder sollen wir euch eine vorübergehende Bleibe zuweisen? Wir haben Gästezimmer. Ist das in einem Baum? Wenn ihr möchtet. Ich gucke auch so nach, bitte. Ich habe noch nie in einem Baum geschlafen. Ich glaube, das wäre schön. Ich muss nur gucken, wie ich Liska da hochbekomme. Oh. Naja, sie kann ja bestimmt auch unten schlafen. Es wird dir nicht gefallen. Also ich werde sie nicht jedes Mal, wenn wir den Baum hoch wollen, erst verwandeln. Ich bitte nicht. Ich glaube, das würde sie sehr verwirren. Sie hat das letzte Mal schon so komisch geguckt. Wir treffen uns morgen zur ersten philosophischen Betrachtung der ganzen Sache. Dann werde ich für Eisblüte ein paar Fragen haben. Und sie sicherlich auch an uns. Und was den Hund angeht, es gibt Mittel und Wege. Wie gesagt, wenn ihr das Bedürfnis habt, dass euer Hund nach oben kommt, wird er wohl nach oben finden. Ich nicke und tue so, als würde ich das verstehen. Und denk mir, ich lasse mich überraschen. Ich kenne ja meinen Schusselhund. Und ich überlege schon im Hinterkopf, ob ich nicht vielleicht den Nihilo Kano entwickle. An ein Halsband gebunden. Los, Hund! Ja. Möglichst so ein magisches Halsband, was ihn halt hochzieht. Eher so ein Harnisch, so mit dem sie dann durch die Luft galoppieren kann, wie die Himmelswölfe selbst. Ja. Ja. Und da werden Goswin und Eisblüte anfangen zu forschen. Aber was macht Ikayu, währenddessen sie da ist in dieser Stadt? Also für Goswin ist das relativ einfach, sich irgendwie einzubringen, irgendwie auf wissenschaftliche Arbeit auch in der Akademie einzulassen. Vielleicht ist es auch für ihn interessant, die ganzen Elfen und die elfische Art kennenzulernen, von der er ja irgendwie ganz viel gesucht hat. Vielleicht lenkt ihn das sogar von dem eigentlichen Austauschen. Es ist ja auch Austausch, nur auf einer anderen Ebene. Und auch Eisblüte wird tagtäglich Dinge dazulernen und ein bisschen enttäuscht, wenn sie mit euch spricht, reden, dass diese Elfen überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie sucht. Im Gegenteil, sogar negieren oder behaupten, dass das, was sie sucht, überhaupt nicht existiere. Oder schlimm sei oder böse oder. Ja. Wir hatten ja versucht, sie ein bisschen drauf vorzubereiten, aber
Faustnummer so zu hören, ist wahrscheinlich was anderes. Ja, was macht Ikayu? Ikayu macht das, was sie am besten kann, und das ist mit Leuten reden in den ersten Tagen, soweit sie kann, beziehungsweise zuhören, so aufmerksam sie kann. Und sie wird vielleicht ziemlich schnell ein paar Brocken Istira aufpacken. Ja. Sie wird relativ schnell Istira lernen tatsächlich, weil sie sich vor allem darauf konzentriert. Bedeutet, sie wird wahrscheinlich innerhalb von einigen, vielleicht einem Mond oder so, wird sie ein gebrochenes Istira auf jeden Fall zustande bringen. Also sie hängt sich da rein. Sie ist sehr interessiert daran, mit den Leuten zu reden, mit den Kindern zu reden, mit den Menschen, die hier wohnen. Und was sie auch tun wird, ist, sie wird anpacken, wo sie kann. Bedeutet, sie wird sich halt von Anfang an in dieses Tagesleben der Akademie irgendwie einintegrieren. Sie wird beobachten, weil sie ist das aus ihrem Stamm gewöhnt. Sie kennt die Aufgaben, die irgendwo verteilt sind. Sie wird beobachten und sie wird sehen, wo etwas fehlt, und wird dort dann anpacken. Sie wird vielleicht ein paar mehr Pausen brauchen als andere aufgrund ihres Zustands, aber sie wird halt darüber sich integrieren in die Gemeinschaft, und sie wird... Du wirst auf jeden Fall merken, dass man deinem Zustand sehr viel Aufmerksamkeit schenkt, und dass die, wenn ihr da ein paar Wochen wohnt, schon die Leute wirklich auch anfangen, ihr Kind mit großzuziehen, und immer mehr Leute irgendwie um dich herum sind, mit denen du dich austauschen kannst, was das angeht. Und es scheint nicht mehr so, also für die Leute um euch herum scheint es auch nicht euer Kind zu sein, sondern das Kind der Stadt. Ein neues Kind der Stadt. Das ist ein interessanter, aber auch willkommener Gedanke, weil das ist von ihrer Kultur nicht so ganz weit entfernt. Das ist, sie ist ein Stammeskind. Im Stamm gibt es eigentlich auch nur Stammeskinder. Es gibt natürlich die Eltern, aber die Kinder sind die Kinder des Stamms. Sie selbst wurde vom Stamm großgezogen und sozialisiert. Das ist auch dem Rudelgedanken nicht so fern. Dementsprechend, sie wird das annehmen. Und vielleicht, also sie wird anderen ihre Sprache beibringen, wenn die das möchten. Beziehungsweise die anderen Sprachen, die sie beherrscht. Und ansonsten wird sie halt, wie gesagt, gucken, wo halt Arbeit anfällt. Und irgendwo wird sie ihre Nische finden, denke ich. Sei es jetzt, indem sie, keine Ahnung, nevesische Wandmalerei irgendwo zeigt. Oder, in Gärten hilft, soweit sie kann. Oder ist vielleicht auch eine neue Erfahrung für Ikayu, denn egal, was sie tut, also, und sei es nur den ganzen Tag irgendwie, weil man gerade auch, wenn die Zeit ein bisschen voranschreitet, wenn man nur auf der irgendwie auf so einer Holzveranda sitzt und über die Stadt herüberblickt, es sitzt sofort irgendjemand neben dir, der mit dir ins Gespräch kommt und irgendwie deine Gedanken aufzugreifen scheint. Vielleicht auch dein Himmelslicht dann pulsiert und du auch die Eindrücke von ihm wieder bekommst und man sich auf einer anderen Ebene irgendwie verbunden fühlt. Diese Begrüßung des Banbahaladin ist allgegenwärtig, und irgendwie alle Leute um dich herum sind freundlich und scheinen seine Freunde zu sein werden zu wollen, und es ist das ist vielleicht irgendwie, es ist egal, was du tust, aber es wird sofort angenommen von allen. Ob du jetzt malst oder kochst oder den Hof fegst oder nur da sitzt, das ist egal. Irgendwie, die Leute freuen sich, dass du da bist. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Andererseits, nach ein paar Monaten wird es vielleicht sogar ein bisschen garstig. Also vielleicht so, weil es fühlt sich irgendwie schon alles ein bisschen so dumpf an. Alles so wie alles in Watte gepackt. Es gibt halt keinen Konflikt hier. Du hast auch noch keinen einzigen Konflikt gesehen. Außer diesen Streitgesprächen zwischen den verschiedenen Leuten, aber die scheinen sich immer relativ schnell zu einigen. Es ist auf jeden Fall eine andere Kultur. Es gibt keine Schlägereien. Das ist sehr merkwürdig. Nee, noch keine einzige gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht wird sie sich auch mal irgendwie, wenn es sowas gibt, ich weiß nicht, wie autark die Akademie unterwegs ist, sowas wie Versorgungszüge in nahegelegene Städte oder ähnliches, weil sie auch natürlich neugierig auf die Städte ist jetzt, weil Goswin hat immer vom Stadtleben gesprochen und auch das will sie kennenlernen. Und ja, was sie ansonsten vielleicht noch tut, ist mithilfe des Himmelslicht mal so ein bisschen diesen Salasandra nachspüren, von dem die Elfen die ganze Zeit quatschen, wenn sie mit ihr reden.
da sie ja in der Lage ist, eine Verbindung irgendwie einzugehen zu den Leuten, mit denen sie unterhält, dass sie irgendwie versucht, diesen Begriff mit Bedeutung für sich zu füllen. Sie wird das bestimmt nicht verstehen, aber vielleicht entwickelt sie mit der Zeit irgendwie eine Ahnung, wie das also denn du, ungefähr funktioniert. Wenn du dich versuchst, das wird dir vielleicht sogar angeboten, wenn du dich versuchst, mit in einen Elfen einzuklinken, während er eine Verbindung zum großen Lied auf, du wirst es tatsächlich nicht verstehen. Es ist für dich irgendwie einfach, als ob die singen zusammen. Ja. Das ist, ich, weil du weißt nicht, was das da jetzt Besonderes sein soll. Irgendwie der singt halt und findet das schön. Ja, ich werde das irgendwann verbuchen für mich als gemeinschaftliches Singen fördert den Zusammenhalt. Aber ich zeige Bereitschaft. Wie gesagt, sie ist sehr neugierig auf alles, sehr wissbegierig. Und wenn sie mal eine Pause braucht, geht sie in die Stadt. Einfach, um vielleicht auch mal für sich allein zu sein. Nicht dieses Gefühl haben, so alles um mich herum, alles total integriert, sondern auch mal wieder sie selbst zu sein. Dann geht sie in die Stadt und redet da mit den Leuten und unterhält sich mit denen ganz normal. Ja. Wie gesagt, dieses Gefühl wird dich in der gesamten Stadt irgendwie begleiten. Nicht nur in der Akademie, sondern überall. Wenn du die Stadt verlässt und mal in andere Städte vielleicht mit dem Schiff irgendwie weiter den Fluss herunterfährst, irgendwie dann die nächste Stadt mal zu besuchen, sobald du die Stadtgrenze übertrittst, ist es quasi so, als ob du aus dieser Watte rauskommst und es ist quasi so, wenn man mal aus dem Flugzeug aussteigt und man hat so einen anderen Luftdruck, weil man am Zielflughafen irgendwie einen anderen Eindruck hat als da, wo man gestartet ist irgendwie. Es ist halt als ob man an eine andere Welt geht. Ja. Man sehnt sich irgendwie schnell wieder danach zurückzukehren in dieses Watte-Gutfühl-Ding. Und irgendeiner der Elfen wird es, wenn du mit ihm diskutierst, vielleicht sogar, wenn du nach dem Salasandra fragst, genau dieses Gefühl beschreiben mit dem Bild dahin zurück, wo ich herkomme. Mhm. Ja. Ja, sie wird das Ganze sehr aufmerksam beobachten und vielleicht mit Goswin drüber reden. Wie ihre Eindrücke sind, wie er das sieht, wie er das erlebt. Und ansonsten Kräfte sammeln für den anstrengenden Rückweg, der ja dann irgendwann ansteht. Eisblüte wird irgendwann ungeduldig werden und wird sich nicht mehr zufrieden geben mit dem, was sie da vorfindet. Vor allen Dingen, weil die Waldelfen ihr nicht helfen können bei ihrer Suche. Sie können ihr nichts erzählen. Im Gegenteil, sie muss immer ständig von sich preisgeben, ohne etwas zurückzubekommen. Und fängt irgendwann auch an, also klar, sie kriegt irgendwie Freundschaft zurück oder so, aber das ist irgendwie nicht so ihr Ding. So, sie hält sich sehr stark an euch beide. Und schottet sich dann irgendwann aber auch gegenüber allen anderen in der Akademie oder in dem Dorf ab, es sei denn, sie hat halt irgendwie gerade eine Verabredung oder so. Und man merkt, dass sie irgendwie immer unsteter wird und wie so ein bisschen wie das Tier im Käfig immer auf und ab läuft. Und irgendwann dann Goswin abends auch eröffnet irgendwie, ich glaube, ich kann hier nicht bleiben. Du findest dir deine Antworten nicht, oder? Hier finde ich gar nichts. Diese Elfen hier haben von nichts eine Ahnung. Sie scheinen wie kleine Kinder. Sie leben zwar in Harmonie und in guter Gemeinschaft, und ich erkenne inzwischen, dass das seinen Vorteil hat, aber sie können mir nicht das sagen, was ich suche. Sie wissen nichts von den Göttern. Sie wissen nicht, wo sie herkommen. Und es scheint sie auch überhaupt nicht zu interessieren. Und immer wenn ich von den Göttern erzähle, dann sagen sie, nein, das stimmt alles nicht. Und ich sollte aufhören, danach zu fragen und zu suchen. Das ist nicht das, was mein Herz mir sagt. Das verstehen wir. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich
in den Büchern in bei uns gefunden habe, über die alten Sachen. Ich habe sie hier gelassen. Alles das, was ich über mein Volk weiß, habe ich versucht aufzuschreiben, sodass ihr es auch verstehen könnt. Aber mehr kann ich nicht geben und will ich auch nicht geben. Ich muss weiter. Mhm. Muss jemanden finden, der Bescheid weiß. Und dieser oben Volker, der über mein Volk geschrieben hat. Vielleicht suche ich ihn und frag ihn. Könnte der noch am Leben sein? Weiß nicht, ob er lebt oder nicht. Habe gelernt, dass Menschen nicht so lange leben. Das ist richtig. Aber er soll in diesem Torwahl sein. Das kenne ich noch nicht. Wenn da Antworten sind, dann werde ich dorthin reisen. Ihr müsst mir nicht folgen. Schaut so nochmal auf den jetzt wirklich schon sehr deutlich sich abzeichnenden Bauch. Könnt ihr auch nicht. Dennoch können wir ja einen Teil des Weges gemeinsam gehen. Ihr habt Post übrigens. Ein Reiter ist gekommen und hat ein Schriftstück hier gelassen. Haben wir? Wer schreibt? Ich halte es so hoch. Lothir. Ist was passiert? Was schreibt Lothir denn? Hallo, Freunde. Nee, Familie trifft es besser. Genau, Familie. Also er schreibt es auch exakt so. Familie trifft es besser. Der Typ denkt, während er schreibt. Das ist echt heftig. Iffern-Geweihter, was erwartest du? Immerhin kann er schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt am besten zu Papier bringe, da ich es nicht gewohnt bin, auf Papier zu schreiben. Ist der erste Abschnitt wirklich schon über ein Viertel der Seite? Ich hoffe. Ja, und er hat noch nichts gesagt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr fühlt euch wohl da, wo ihr seid. Dass er auch immer die M's mit ausschreiben muss, also. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Jetzt lass mich doch einfach mal zu Ende vorlesen, ja? Entschuldigung. Nirala sagt, ich schreibe Unsinn und soll so langsam zum Punkt kommen, was ich eigentlich möchte. Ich lade euch hiermit zu meiner Hochzeit ein. Na endlich. Es findet statt am Datum eingefügt. Die Rala sagt, Geschenke sind willkommen, aber nicht nötig, was auch immer das genau heißt. Das größte Geschenk wärt sowieso ihr, wenn ihr vorbeikommt. Ich würde euch gerne noch einmal sehen. Und am wichtigsten Tag meines Lebens bei mir haben. Hochachtungsvoll Lothir. Vielleicht will Ilva ein PS anfügen, wenn sie auch was hinschreiben will. Ich kann nicht schreiben. Aber du kannst diktieren. Mach dein Zeichen. Ich kann diktieren. Hallo, mir geht's gut. Ich mache jetzt hier Sachen für Boron. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen muss, aber läuft langsam. Hab euch lieb. Oh, ich vermisse sie. Und darunter steht dann so ein PPS, also mit einer unglaublich fein geschwungenen Schrift. Es tut mir sehr leid. Hier laufen zwei Kinder rum und ich muss auf beide aufpassen. Gezeichnet Nirala. Ja. Das ist schon bald.
Deswegen sagte ich ja, wir können Eisblüte zumindest die Hälfte unseres Weges begleiten. Weißt du was, Eisblüte? Während wir die Reisevorbereitung treffen, werde ich dir den Teil aus diesem merkwürdigen Lied abschreiben, der sich vor allem mit dem Norden und Torwall beschäftigt. Ich glaube, das könnte dir nützlich werden. Das kann ich schon auswendig. Ach, wunderbar. Dann brauche ich das nicht machen. Ach, okay. Irgendwie scheint es auch jeder hier zu rezitieren, mit dem ich über meine Art spreche. Es ist eines der bekanntesten Stücke tatsächlich und ich glaube, eine der einzigen Quellen zu deiner Art. Ja, und viele haben es für ein, ein Stück Kunst gehalten und nicht für Realität. Naja, nur weil es Kunst ist, heißt es nicht, dass es nicht in irgendeiner Form die Realität abbildet. Kunst kann das manchmal sogar besser als ein Sachtext. Mag sein. Ikai würde Eisblütes Hand in die ihre nehmen und sie drücken und sagen, es schmerzt mich, aber ich verstehe, dass du gehen musst. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen. Ich würde gern die Geburt von dem schwächlichen Ding. Kind. Mitbekommen und sehen, wie es aufwächst, aber ich fürchte, ich wäre kein guter Lehrmeister. Wer weiß. Auch du kannst Dinge beibringen. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Vor allem, wenn du diesen Himmelsturm findest. Denn dort wirklich noch. Ich habe nicht vor, zum Himmelsturm zu gehen. Ich habe vor, nach Torwall zu reisen. Nur für den Fall, dass du dahin musst, weil dich deine Suche dahin treibt. Auch wegen deinen Göttern. Und, im Himmelsturm war ich schon mal. Wirklich? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Ist er so wie in dem Lied beschrieben? Ein bisschen. Du musst sehr alt sein. Ich denke, einige elfische Freunde, die wir hier gefunden haben, sind noch weitaus älter als ich. Ja, wie gesagt, ich schätze, ich weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen, wenn du gehst, aber ich werde an dich denken. Wir sind verbunden. Das sind wir. Und so werden es auch meine Nachfahren sein, in irgendeiner Art und Weise, wenn du sie jemals treffen solltest. Sagt Lothier, ich wäre furchtbar gern zu seiner Hochzeit? Verbindung, dessen Zweck ich immer noch nicht so richtig begriffen habe, kommen und hoffe, dass er kleine Kinder zeugt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich denke, der Norden braucht welche. Ja. Also gut, dann treffen wir ab morgen die Vorbereitung. Gut. Dann begleitet ihr mich auf dem Weg zuerst. Mhm. Dann reisen wir noch ein bisschen zusammen. Wir sind ein Rudel. Und wenn das die letzte Reise ist, werden wir, soweit es geht, zusammen gehen. Ich habe von einem Magister hier ein Geschenk anfertigen lassen für dich, für die Reise. Ich wusste, dass sie irgendwann kommt. Ja. Was für ein Geschenk. Nun, macht so ein Schmuckkästchen und reicht dir das irgendwie hin. Okay, ich nehme das. Mach's auf und da ist irgendwie so eine, ein Umhang drin. Fein säuberlich klein gefaltet.
Ich hole dieses Quadrat aus. Ein Umhang. Dankeschön. Es heißt, er soll den Weg einfacher machen. Dann wird es wohl so sein. Vielen Dank. Ja, tatsächlich, wenn du den Umhang umschließt, dann wirst du merken, wie du ganz leicht vom Boden abhebst, also so ein bisschen leichter wirst. Nicht ganz schwebst, aber dein Körper fühlt sich einfach leicht an. So ein bisschen kann man diese Mann auf Mond Jumps damit machen. Weil deine Gravitation ein bisschen runtergefahren wird. Ich werde das unter garantiert tun. Ich werde wahrscheinlich das wow, ich kann fliegen! Und dann knall ich gegen die Decke. Au! Und ich renne immer so hinterher. So, nein, nicht so hoch, nicht so hoch. Mach doch mal nicht. Jetzt an die Leine nehmen. So. Da vorne sind Abhänger! Genau, Feramin schreibt da 0,06 Gramm. Ja. Ja, gut. Dann werden wir uns wahrscheinlich bereit machen und dann irgendwann wieder zurück in den Norden reisen, nachdem wir uns abgemeldet haben. Genau. Ja, was passiert denn inzwischen an Vorbereitungen im Norden? Also Lothi hat das Gefühl, die Lektion mit Ilfa lassen die doch mehr ergrauen, aber er findet es ja auch gut, er bildet jetzt ja quasi einen Geweihten aus. Das ist ja schon mal das, wofür ein Geweihter auch irgendwo da ist. Hör mal, das kann ja wohl gar nicht sein. Ilfa ist doch immer eine Freude, um sich rum zu haben. Also das stimmt. Und selbst wenn es nicht so wäre, dürftest du das nicht behaupten. Das ist richtig. Ist doch immer deutlich absolut stärker richtig. Als ich. Ist immer deutlich stärker als ich. Also er wird versuchen, sein Bestes zu geben. Es ist halt natürlich, es ist halt sein. Huch! Adieu. Es ist halt sein. Seine Art, weil Ifern hat ja auch überhaupt keine Hierarchie. Die Bohrung kriege ich eigentlich schon. Also wird das eine sehr flapsige Ausbildung in der Kirche. Wird ja auf jeden Fall das beibringen, was er halt vermitteln kann, vor allen Dingen halt die 12 Segnungen, was jeder Geweihte halt kann, beziehungsweise die 6 Segnungen bei ihm. Und vor allen Dingen, bis du den Grabsegen quasi erbrechen kannst, die Bewegung und die Worte dazu. Ja. Was man allgemein über die 12 wissen muss, wie man, welche Aufgabe überhaupt ein Geweihter in einer Gemeinschaft hat. Aha, es ist doch ein Schamane. Ja, in gewisser Weise. Also er wird sich dann schon Mühe geben, dass es auch richtig funktioniert, aber es halt auf Ilva anpassen und auf ihre Sicht der Dinge, damit sie nicht allzu viel umdenken muss. Und dabei Fjanengisch lernen. Ja. So als Gegendeal. Inwieweit passt sich Ilva denn an? Also was begreift Ilva denn von dem ganzen Zeugs, was sie tun will? Oder wie passt sich Ilva an ihren neuen Status an? Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe ja jetzt im Laufe der letzten Monde tatsächlich sowieso ja schon lernen müssen, dass man im Leben manche Aufgaben kriegt, vor denen man nicht weglaufen kann und mit denen man halt irgendwie sitzt und dann zusehen muss, wie man damit klarkommt. Und das ist nun irgendwie, ich habe es versprochen, ich stehe auf jeden Fall zu meinem Wort und das macht nicht alles Sinn für mich, aber wenn das der Weg ist, den ich jetzt gehen muss, damit dass wir, und der Preis ist ja, dass wir Vika haben und Vika ist mir halt einfach unfassbar wichtig und dass die jetzt nicht ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass die da nachher noch irgendwelche Konsequenzen von tragen muss, wenn ich das nicht ordentlich mache. Wir haben Vika jetzt, aber bleibt das so, wenn ich das nachher nicht
nicht ordentlich mache oder irgendwie, dass das nicht gut ausfülle, sagt er dann, nee, pass mal auf, das habe ich mir mit dir anders überlegt. Und wenn du den Job jetzt so scheiße machst, dann kündigen wir den Vertrag. Also so läuft das hier nicht. So, und deswegen gebe ich mir krass Mühe. Ja, ich versuche das irgendwie alles zu lernen und manches macht keinen Sinn und manches muss mir Lothi 8-mal erklären und ich muss das dann irgendwie immer wieder hinterfragen und manchmal denke ich, also es kommt so ein Punkt, wenn ich es irgendwie wirklich nicht verstehe und nicht einsehen kann, irgendwie, warum das so ist. Aber Lothi mir mit Nachdruck sagt, ja, das ist aber ganz wichtig und das muss aber so sein, dann schlucke ich das irgendwann runter und dann mache ich das halt. Weil das einfach, also da wehre ich mich dann nicht gegen. Ich versuche das mit Händen und Füßen irgendwie nachzuvollziehen, mitzugehen, irgendwie zu gucken, dass ich das für mich irgendwie gut füllen kann, dass ich damit gut umgehen kann. Aber wenn es da auch Bestandteile gibt, wo das bei mir irgendwie gerade nicht geht, wo ich das nicht raffe, warum die das machen und wichtig finden. Aber wenn das halt so ist, ja Gott, dann machen wir das jetzt. Hat Lothian ein Schreiben aufgesetzt nach Festum? Ja. Also, der hat sowieso mehrere Schreiben aufgesetzt, weil klar, er geht davon aus, dass Quenya das regelt, aber er hat auch noch mal selber ein Schreiben aufgesetzt wegen Wiegbald. Und er hat auf jeden Fall ein Schreiben aufgesetzt für den Boron-Tempel in Festum, wo er wirklich eindringlich geschildert hat, was vorgefallen ist und wie sich Boron gezeigt hat. Damit das halt klar für die Bedeutung des Ganzen. Er hat auch ein paar von Ilvas Träumen mit aufgeschrieben und mitgeschickt. Also was er halt für besonders einprägsame Traumbotschaften hält. Ja, dann wird vielleicht tatsächlich kurz bevor deine Hochzeit stattfindet, ein Boroni auftauchen in Frisov und sich nach Ilva erkundigen und ja, ist vielleicht auch das erste Mal, dass Ilva halt jetzt es ist definitiv das erste Mal, dass die Ilva in Boroni richtig sieht. Kahlgeschorenes Haupt, überhaupt auch keinen Bart, ein sehr kantiges, stoisches Gesicht, die Augen leicht geschminkt, also die Augenränder leicht in schwarz geschminkt. Und ja, dieses, das Symbol des zerbrochenen Rades eingestickt in eine lange schwarze Robe, so die Ilva so total ja als hinderlich vorkam. Und er wird wahrscheinlich dann zuerst mit Lothir sprechen, wenn man ihn an den Geweihten verweist. Wird sich dann, jetzt muss ich mir gerade nochmal einen Namen raussuchen. Wird sich als Bojan vorstellen. Bojan von Festum. Bist du derjenige, der den Brief aufgesetzt hat? Jawohl, das war ich. Lothir, Diener Ifirns. Wo ist die Person, die träumt? Da. So. Sie ist sehr jung. Ja, der Mann scheint auch noch nicht wirklich alt zu sein. Scheint eine ähnliche, also er scheint sehr groß zu sein. Ist auf jeden Fall für Lothir, der sich ja ein bisschen damit auskennt, auch als Bornländer erkennbar sein. Spricht auch so einen leichten Akzent. Also von der körperlichen Struktur her und ist er wahrscheinlich auch eher athletisch und auch wahrscheinlich auch kampferprobt oder so, wenn man das von den Oberarmen so irgendwie darauf schließen lässt. Also so von der Statur her könnte das auf jeden Fall mit Ilva mithalten, wenn auch wahrscheinlich Ilva ihm trotzdem noch überlegen wäre, wenn man es drauf anguckt. Boron hat ja auch nach ziemlich viele Spätberufene.
die aus was für Gründen auch immer dann zu ihm finden. Du bist Ilva. Ich guck so an ihm rauf und runter. Nicke. Ja, Boron zum Gruße. Ich bin Ilva. Boron zum Gruße. Ich bin Bojan von Festum. Bin hier, um herauszufinden, was es mit deinen Träumen auf sich hat. Na, das wüsste ich auch gerne. Vielleicht erzählst du mir in aller Ausführlichkeit von den Träumen. Hast du sie immer noch? Ja, aber nicht mehr so häufig. Und in dem Brief stand etwas von einem Handel. Das war. Ja. Dann verpflichtet dich das. Ja, versprochen ist versprochen. Das heißt, du wirst mir folgen nach Festum, wenn ich es von dir verlange? Wenn mich das weiterbringt, ja. Woran misst du, ob es dich weiterbringt? Und warum ist es dir wichtig, dass es dich weiterbringt? Weil die Träume weggehen sollen? Weil ich mal wieder richtig schlafen will eine ganze Nacht? Weil ich gerne möchte, dass ich genau weiß, woran ich hier bin und nicht dieses ganze Diffuse mit irgendwie Träume und du musst dir den Kram selber zusammensuchen, was ich jetzt von dir will, als dein Gott, der über dich verfügt. Wäre vorsichtig mit dem, was ich mir erwünsche. Ein traumloser Schlaf ist kein Boron-gefälliger Schlaf. Ich habe bestimmt vorher auch schon mal irgendwas geträumt, aber nicht so wirr, dass ich davon aufwache und ständig irgendwie nicht weiterschlafen kann hinterher. Wir werden daran arbeiten. Vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich hoffe das zumindest für dich. Aber vielleicht fangen wir mit dem kleinen Schritt an, dass du erstmal das Ilva, die Ilva und das, was dir nützt, hinten anstellst und lieber fragst, was Boron nützt. Denn wenn du es ernst meinst mit dem Handel, arbeitest du nicht mehr für dich, sondern dein Leben gehört dem Herrn Boron. Kannst du das? Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, Ilva hinten anstellen? Ja. Aber er macht es mir nicht leicht, Herr Boron. Warum? Weil ich es schwer finde, rauszukriegen, was er möchte, dass ich tue. Vielleicht möchte er, dass du ihm folgst. Kann er doch sagen, oder? Vielleicht tut er das und du hörst nur nicht hin. Ich versuche seit Monaten dahinter zu kommen, was diese Träume bedeuten sollen. Demut und Respekt! Frau Solot hier so mit den Lippen so dahinter. Demut und Respekt! Ich sehe viel von dem, was bringt mich weiter in deinen Worten noch und in deiner Einstellung. In deinem Hinterkopf wird es noch lange wohl da sein. Auch daran müssen wir dran arbeiten.
Ein Leben im Auftrag des Herrn Boron ist kein Leben, was das Ich sonst verleiht, aber es steht nicht mehr im Vordergrund. Und vielleicht ist es genau das, was der Traum dir sagen will. Wenn ich mich immer zu sehr selbst in den Vordergrund stellen würde, dann hätte ich diesen ganzen Auftrag überhaupt nie angenommen. Dann hätte ich mich nicht in der Schlacht gestellt, wie ich das getan habe. Und dann wäre ich nicht mit dieser Truppe losgezogen, um den Norden zu retten. Das habe ich so aus den Beschreibungen herausgelesen und deswegen bin ich so schnell, wie ich konnte, in den Norden gereist. Weil ich Potenzial sehe. Ich spreche auch nicht von Aufopferung oder von Heldentum. Ich spreche einfach nur davon, den Geist und die Ohren und das Herz zu öffnen für das, was dir im Traum erzählt wird. Und wenn du nicht verstehst, was der Traum dir sagt, heißt es nicht, dass er nicht eine klare Botschaft hat, sondern nur, dass du noch nicht dahinter gekommen bist. Weil du nicht genau hinhörst und hinsiehst. Stell es dir als, und er blickt so an dir hoch und runter, wie einen Kampf vor. Indem du deinen Gegner abschätzt, um den ersten Streich zu führen. Das kennst du, oder? Mhm. Den Streich hast du noch nicht geführt. Du schätzt ab und der Gegner tänzelt nach rechts und nach links und versucht dich zu verwirren. Und dennoch hat er ein ganz geradliniges Ziel. Er will dich zu niederstrecken. Und du versuchst es zu verhindern. Nicht wahr? Als Kämpfer versucht man so etwas zu verhindern. Du musst den ersten Schlag machen, nicht wahr? Ja, aber ich versuche doch gar nicht, die Träume von Boron zu verhindern. Ich versuche doch nur, das zu verstehen und bin genervt davon, dass das so schwierig ist und dass ich nicht schlafen kann. Ich bin einfach müde. Ja, ich sehe, wir haben viel zu tun. Ich möchte dir beibringen, den ersten Schlag auszuführen, um in deiner Welt zu bleiben. Und ich sehe, wenn ich mich hier umsehe, es gibt eine Festigkeit. Stimmt das? Ja. Was wird gefeiert? Lothir und Nirala heiraten. Vor wem wird der Bund geschlossen? Lothir schmunzelt so ein bisschen. Ephirn, schätze ich. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ihr traut euch selber? Er nickt wieder so ein bisschen so. Es ist kein Travia-Geweihter so weit hier und Ifirn ist für uns auch irgendwie ein bisschen wie Heimat. Das verstehe ich. Vielleicht kann ich helfen und ein Gegenüber schaffen. Hilfe ist immer willkommen. Und Ilva direkt zeigen, dass der Gott der Toten nicht immer nur mit dem Tod ringt, sondern auch das Leben schätzt. Denn ohne das Leben gibt es den Tod nicht. Ja. Also wenn Lothir ihm das erlaubt, wird er sich als Zeremonienmeister anbieten.
Also er hätte es halt alleine gemacht. Das ist aber auch ein bisschen komisch irgendwo. Aber im Norden ist man da ein bisschen zwanglos. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen schöner, wenn... Ist auch Quenya fragen. Ja, aber die ist halt tatsächlich eher eine Freundin. Und das ist halt dann so ein bisschen... Den Geweihten kennt er halt nicht. Deswegen ist das schon ein bisschen dann... Also das für den Mann leichter fallen, den als Geweihten zu sehen. Weil Quenya sieht er als Quenya. Das ist halt ja Lothiers Art, dass er Geweihte, die er persönlich kennt, dann auch vergisst, dass es ja Geweihte sind. Ja. Kurz bevor Ikayo und Goswin eintreffen, wird für Ilva dann noch eine Entscheidung anstehen, die Bojan ihr stellt und meint, ein erster Schritt dahin, sich zu öffnen, ist altbekannte Wege und Arten zu verlassen und sich ganz auf das einzustellen, was man nach außen hin repräsentiert. Deswegen lassen wir unsere Haarpracht. Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist für Boron, ob ich Haare habe oder nicht, aber wenn das dazugehört. Vielleicht ist das nicht für Boron interessant, sondern eher für die, die dich anblicken und in ihm und in deiner Person dann nicht erkennen, dass du zu ihm gehörst. Ist es gerade nicht kalt? Gerade hier ist es oben. Ist nicht furchtbar kalt? Es gibt Möglichkeiten. Gerade hier oben kennt man gar keine Boron-Geweihten, aber na gut, wenn das wichtig ist und das dazu gehört. Besser und umso wichtiger ist es, gerade hier die Standards einzuführen, dass die Leute keine anderen Eindruck bekommen und dann in den Süden reisen und dann auf einmal nicht mehr wissen, was sie ansprechen können oder sollen. Wenn du repräsentieren willst, musst du auch den ganzen Weg gehen. Jetzt soll ich wieder repräsentieren? Ich dachte, ich soll zurücktreten und nicht wichtig sein. Und jetzt soll ich doch wieder groß auftreten und sagen, schaut mich an, ich gehöre zu Boron? Nein, nicht mich an. Schaut, wen ich verkörpere. Für wen ich spreche. Ich spreche nicht für Ilva, ich spreche für Boron. Ja, habe ich doch gesagt, das kommt für mich echt auf selbe raus, aber gut. Siehst du, und daran müssen wir arbeiten. Das, was Ilva sagt, ist nicht das, was der Herr Boron sagt. Und wir müssen das, was Ilva sagt, zu dem machen, was Herr Boron sagt. Und nochmal, ich finde es ziemlich mühsam, dass der Herr Boron sich nicht so klar ausdrückt, dass man das einfach wiedergeben kann. Und ich bleibe dabei, dass er sich klar ausdrückt und du nicht richtig zuhörst. Wir müssen das nicht sofort machen. Dann was bedeuten dann die Träume? Wenn das so klar ist für so kluge Leute wie dich, die Boron total gut verstehen, dann erzähl mir bitte, was es bedeutet. Ich habe alle gefragt, die ich kenne. Ich verstehe es nicht, niemand sonst versteht es. Wir haben dir einen Brief geschrieben. Das bedeutet, dass du deinen Weg mit ihm gehen sollst. Mit mir, mit unserer Kirche, mit den Zwölfen, dass du die Ilva hinter dir lassen sollst und dich ganz einlassen sollst auf das, was er zu bieten hat. Und dass du ihm hier oben im Norden eine Art, wie kann man es beschreiben, kennt ihr Anker,
Ja, die einen sind festen Grund. Du sagtest schon, niemand kennt Boron hier oben und das ist kein guter Zustand. Und vielleicht will er dir genau das sagen. Und dein Kampf gegen das Unleben hier war ein erster und guter Schritt und deswegen, hast du ja gerade auch gesagt, sind deine Träume angenehmer geworden, weil du genau das tust, was man von dir verlangt. Die sind kein Stück angenehmer geworden, nur seltener. Ich denke, sie werden hoffentlich nie ganz verschwinden. Denn das würde bedeuten, dass der Herr Boron gar nicht mehr mit dir kommuniziert und mit dir in Kontakt tritt. Aber was wenn du sie ist denn jetzt gut? Vorhin hast du gesagt, traumloser Schlaf ist nichts. Man muss ja träumen und so. Aber wenn man die ganze Zeit träumt, dann bin ich jedenfalls genervt davon, weil mich das nicht gut schlafen lässt und ich dann vollständig aufwache und mich frage, was den ganzen Tag frage, was das soll. Aber wenn das dann doch hilfreich ist, und dann sagst du wieder, es ist ja gut, dass meine Träume seltener geworden sind. Ich verstehe dich nicht. Nein, ich sage nicht, dass es gut ist, dass sie seltener geworden sind, sondern ich habe es dich so verstanden, dass du es als angenehmer empfindest, wie es jetzt ist. Nachdem du die Untoten bekämpft hast. Aber das ist eigentlich schlecht jetzt, doch, oder was? Weil ich weniger Träume habe. Weniger Träume sind nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass du weniger Träume hast. Ich glaube, dass sie anders werden. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie nie ganz aufhören, denn das würde bedeuten, dass du keine Verbindung mehr zu unserem Herrn hast. Aber wir können an dem arbeiten, dass du nachts wach wirst, von den Träumen geweckt und dann keine Ruhe mehr findest. Denn Ruhe ist ein wichtiger Aspekt. Zur Ruhe kommen und nicht nachdenken und sich frei machen von allem, was einen umgibt, ist eine gute Methode, um auf das zu hören, was einem gesagt wird. Stille. Es gibt einige in unserer Kirche, die sich der Stille ganz und gar verschrieben haben und behaupten, nur in der Stille könnte man wirklich verstehen, was der Herr Boron mit einem vorhat. So weit würde ich niemals gehen. Aber ein kleines bisschen Wahrheit steckt dort bestimmt drin. Das Leben ist laut, starr und es braucht etwas dagegen. Eine Ruhephase. Und jetzt das, was du mitmachst, dass du keine Ruhe findest, ist genau das, was wir als Geweihte bei den Menschen verhindern sollen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Ruhe finden. Meine Aufgabe ist es, deine Ruhe zu schaffen. Dass du mit deinen Träumen klarkommst und Ruhe finden kannst, obwohl du träumst. Dass du sie nicht mehr als Bedrohung wahrnimmst, sondern als Gabe. Und daran kann man arbeiten. Naja, du hast ja gesagt, du wolltest länger mit mir unterwegs sein, ne? Das werde ich wohl müssen. Ich verstehe es nämlich noch nicht so ganz. Erst denke ich nicht genug über die Träume nach, dann muss ich mich von allen Gedanken befreien, damit es endlich in Ordnung geht. Also es ist irgendwie alles schwierig. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Man sieht dann doch Lothe im Hintergrund sehr breit schmunzeln. Ja, so dachte ich, ja, kenne ich alles.
Ja, vielleicht beschreibt Lothir mal, was Ikayo und Goswin erblicken, wenn sie dann in die Stadt kommen. Wie sehen die Vorbereitungen denn aus? Ja, tatsächlich ist das dann ja so quasi, dass schon irgendwie in gewisser Weise der erste Bürger Friesows heiratet. So ein bisschen hat sich das ja dazu entwickelt. Also die ganze Stadt hat neben dem, dass sie sich schwer im Aufbau befindet, man sieht halt auch noch allenthalben Gerüste stehen, die zumindest die höheren Gebäude wieder aufrichten, dass die Straßen geschmückt sind, vor allen Dingen mit bunten Bändern. Da es hier ja keine Blumen gibt, oder kaum, sind sie vor allen Dingen mit bunten Bändern und Perlenketten oder so kleinen Knöchelchen auf Ketten gezogen, gesäumt. Und die Leute sind unglaublich fröhlich, tatsächlich. Und die Stadt ist auch deutlich voller, als ihr sie verlassen habt. Und es herrscht ein unglaublich geschäftiges Treiben und es ist unglaublich viel Getratsche tatsächlich auf den Straßen unterwegs. Frage so, was wird Nirala anziehen? Ist ja die Einzige, die sich hier mit Mode auskennt. Ja, also. Ich bin mal wieder gemutet. Also wie gesagt, vielleicht sind ein paar Pilger, ein paar Rondra-gefällige Pilger mit euch auf der letzten Reiseetappe. Und ja, ihr könnt so ein bisschen Vorfreude, als sie das Dorf betreten, schon sehen, dass sie naja, dieses Heiligtum oder diese neue Pilgerstätte besuchen möchten. Und wenn ihr davon erzählen könnt, sogar aus erster Hand, dann hören sie euch auf jeden Fall alle gebannt zu. Und ja. Wenn ihr in die Stadt kommt, das Klatschen, Tratschige, das Friesow wirkt lebendig. Wenn auch noch nicht ganz aufgebaut, aber es wirkt lebendig. Das tun wir auch. Wir werden mittlerweile nicht mehr von einem Hund begleitet, sondern von drei. Liska sticht als Älteste da heraus. Sie ist ruhiger als die beiden anderen. Der eine ist schneeweiß und hat nur schwarze Pfoten. Und so ein bisschen um die Ohrenpartien. Der andere ist kohlrabenschwarz und hat eine weiße Stelle oben auf der Stirn. Die beiden begleiten die beiden. Und ja, Ikayo wird sich sehr erstaunt umsehen. Dadurch, dass es ja jetzt doch anders aussieht als vorher. Und ja, das Auffälligste an ihr ist tatsächlich mittlerweile der beträchtliche Babybauch, weil sie sich so langsam aber sicher dem siebten Monat nähert. Bedeutet, da ist ordentlich Kugel vorne dran. Dementsprechend wird sie auch gehen. Und auch wenn sie den Umhang trägt, man sieht, sie ist müde. Sie ist sehr müde. Und das vielleicht es ist ein langer Weg gewesen. Und das vielleicht einmal ein bisschen auch in die Realität gerade mal ein bisschen rüberzuholen. Mhm. Habe ich gerade eine schöne Idee, was noch passieren könnte. Kurz bevor die Goswin und Ikayo ankommen, könnte tatsächlich einer der Wolfssterne am Himmel besonders hell scheinen. Oh. Eine Sache, die Lothir auf jeden Fall noch initiiert haben wird, ist zum Andenken von Gyutyanyuk eine Schamanensäule aufgestellt zu haben. Was? Keine Schwitzhütte! Geh dich schämen! Wie konnte er noch nicht leiden? und die Nivesen, wir müssen eine Schwitzhütte bauen. Und die Nivesen haben in Friesow einen dauerhaften Überwinterungsplatz. Dafür wird er gesorgt. Da müssen die Nivesen immer in Friesow überwintern können, wenn sie das möchten. Was vorher ja manchmal ein bisschen schwierig war. Aber als
Teil der Völkerverständigung, dass jeder hier Opfer gelassen hat, hat er sich dafür eingesetzt. Und da gibt es jetzt auch einen kleineren Firun und Ifirn Schrein. Für einen Tempel reicht es halt nicht, weil das findet er auch unpassend, aber halt quasi einen größeren Schrein, der beiden Gottheiten gleichzeitig gewidmet ist, der quasi in Sichtweite zu der Schamansäule steht, wo Loti sich auch die Mühe gemacht hat, alle Himmelswölfen ein Gesicht zu verpassen, sofern er die Beschreibung von Jutanyokalt umsetzen konnte. Mhm. Ja. Und so klopfen Goswin und Ikayu an der wiederaufgebauten Haus, am Kai, quasi ganz nah am Wasser, das inzwischen nicht mehr zugefroren ist. Auch sonst konnte Goswin irgendwie halbwegs angenehm hier. Also es ist immer noch kalt, aber es liegt nur noch so ein bisschen raureif über dem Boden und kein Schnee mehr richtig. Es weht aber immer noch vor allen Dingen vom Wasser her so ein eiskalter Wind, der ja deine spitzen Ohren ein bisschen auskühlt. Und das Haus hat man tatsächlich fast genauso wieder aufgebaut, wie ihr das gekannt habt, auch mit dem Laden vorne drin. Und der jetzt aber eindeutig ein paar mehr Rondra und Firun und Ifirn gefällige Schmuckstücke zeigt, anstatt einfach nur relativ normales Schmuckwerk. Man scheint sich auf die Pilger eingestellt zu haben, besonders viele Rondra-Statuen hat Nirala geschnitzt. Und ein verziertes Bernstein-Amulett, was über der Tür prangt. So als Zeichen von Quenyas Freundschaftsverband. Ja. Dann wird es da irgendwann klopfen. Ja, dann wird mit Sicherheit Lot hier aufmachen. wie beschrieben, dass er halt abgenommen hat, grauer ist, also deutlich grauer, und er hat etwas kürzere Haare, als ihr es kanntet. Und der Bart ist unglaublich sauber und perfekt und absolut akkurat runtergestutzt. Schon Goswin und die Kai stehen beide vor der Tür. Respekt. Wir möchten gern zu Lot hier. Ist der da? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist hinter dem alten Mann. Seit neuestem hat er anscheinend einen Haushälter. Die Tür geht wieder zu. Geht die Tür wieder einen Spalt auf? Ach, ihr seid's. Ich hätte euch fast nicht erkannt. Guck dann langsam an Ikayu runter. Guck nicht so, das, was du an Gewicht verloren hast, habe ich zugelegt. Da ist das hin verschwunden. Ja, wir teilen brüderlich. War das nicht so? Kommt her, ihr Verrückten. Und es gibt eine knochenbrechende Umarmung von Lot. Ah! Lot hier, das Kind! In dem Moment kommt vielleicht auch gerade Ilva um die Ecke. Und sieht die beiden da gerade ankommen. Luft! Lasst euch wieder los! Ich wusste es doch, die Zeltbemalung zeigt Wirkung, das tut sie immer. Und ich komme da so angelaufen, ja, weil ich die gemalt habe und weil ich das gut gemacht habe. Und du kriegst auch eine. Juhu! Wir malen sein Haus an und dann umarme ich Ilva. Ich auch, aber ich bin ganz vorsichtig. Also... Und Goswin umarme ich dann auch den ein bisschen fester, der muss das abkönnen. Kann er aber nicht. Er hat immer noch nicht was auf die Rippen gekriegt, wie ich sehe, dein werter Herr Gemahl. Wir sind immer noch so dünn. Ja, aber es ist uns sehr gut ergangen in den letzten Monaten tatsächlich. Also gehungert haben wir nicht.
Nicht dann so wie doch mal rein. Nidala ist schon die ganze Zeit am Hin- und Herklackern. Ich darf schon den ganzen Tag nicht mehr nach oben. Das hast du auch nicht zu sollen. Da gehe ich gleich hin. Du glaubst gar nicht, dass Leute jetzt noch tatsächlich hierher kommen, um Dinge zu kaufen. Und ich muss die verkaufen. Und du weißt doch, wie gut ich verhandeln kann. Liska, Kodiak, Fien. Ich glaube, ich hab das Geschäft schon heruntergewirtschaftet. Ja, drei Hunde stürmen in das Innere des Geschäfts. Ach du meine Güte! Ja. Besonders Liska hüpft halt an Lothia hoch und runter. Mhm. Lothia freut sich. Lothia liebt ja Tiere und Tiere lieben Lothia. Das ist. Ach du meine Güte. Hast du dich etwa auch vermehrt? Das ist eine fruchtbare Gegend, in der wir waren. Aha. Das sind tatsächlich ihre beiden Besten. Will es herumgeflubbel mit den Hunden. Eva wird auch abgeschlackt. Alle von Liska, die springt ihr mit beiden Füßen in die Arme. Ja, ich nehme auch Liska in die Arme. Genau. Ich weiß nicht, ob das Hunden auffällt, aber vielleicht fällt euch das auf. Ich bin komplett in Schwarz angezogen und ich habe mir die Haare abrasiert. Hochwürden? Jetzt fang du auch noch an. Ja, ich weiß noch gar nicht, was die dann, aber ich bin auch noch nicht fertig. Ich habe jetzt seit heute hier einen neuen Ausbilder. Bojan von Festum heißt der. Und anscheinend mache ich alles falsch. Und ihr grinst. Auch Ilva, ich bin mir sicher, dass du es nicht unbedingt falsch machst. Ich bin mir sicher, dass du es versuchst. Von ganzem Herzen. Du weißt vielleicht nur noch nicht, wie. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns auch, hier zu sein. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir endlich hier sind. Eisblüte entrichtet ihre Grüße. Sie wäre gern gekommen, aber sie hat sich auf den Weg nach Torval gemacht. Ah, das andere Norden. Er schmunzelt ein bisschen. Irgendwann wollte ich da auch noch meinen, aber ich glaube, das ist erstmal vorbei. Und vielleicht du bleibst erstmal hier. Du heiratest heute und wenn ich dich erwische, wenn Nirala mir mitteilt, dass du in 2 Monaten wieder Objekt bist, dann komme ich höchstpersönlich in den Norden gestiefelt, egal wie dick ich dann bin, und dann versohle ich dir den Arsch. Und der guckt mal so auf den Bauch. Naja, in 2 Monaten. Naja, dann gehe ich davon aus, dass ich auf jeden Fall schneller rennen kann. Denn Nikaios Kopf ist es, bitte lass ihn nicht nachrechnen, bitte lass ihn nicht nachrechnen, bitte lass ihn nicht nachrechnen. Das ist ja ganz schlecht gerade. Ist ja kein bereiner Geweihter oder Zargeweihter. Ja, zum Glück. Also, Nirala ist oben. Was wäre es mit warmem Met? Wieso nervös? Hör mal, so eine Hochzeit, das ist doch eine vortreffliche Gelegenheit, um die Stimmung in einem Dorf, das sich gerade im Aufbau befindet, zu erhöhen. Deswegen trinkt doch jeder draußen warmen Met. Hab ich verfügt. Ikayo, du wolltest doch nach oben zur Nirala gehen, oder? Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange, du hast wieder mal recht. Und dann schnapp ich mir Ilva und dann stiefeln wir beide mal die Treppe hoch. Ich meinerseits schnapp mir einfach mal 2 Tonbecher, pack da warmen Met rein und gebe beide Becher Lothir. Hau rein! Ich übernehme den Laden. Okay, der ist zum Mut antrinken und wofür ist der? Bleibt ihr nach der Hochzeit noch was oder müsst ihr direkt wieder weg? Nö, wir bleiben. Naja. Ich befürchte auch, wenn wir den Rückweg antreten,
könnte die Geburt auf der Fahrt passieren und das möchte ich nicht. Wird das Kind im Norden geboren? Ja, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen Sentimentalität, die kommt für Ikayu. Gerasim scheint für sie nicht im Norden zu liegen. Laubbäume, du verstehst. Zieht beide Brauen hoch. Von Laubbäume, mein Gott, war die weit im Süden. Er grinst breit. Warte, bis ich mein Buch auspacke. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe nach der Hochzeit 2-3 Kleinigkeiten für euch. Aber dir ist schon klar, dass wir dir was, also euch was zur Hochzeit schenken, ne? Weißt du, ein halbes Jahr lang war ich der Mann für alles in diesem Dorf. Stadt, Gemeinde, alles. Restlos, alles. Und in den Ruhepausen, die ich mir selber nicht genommen hätte, weil die mir Nirala verordnet hat, hatte ich etwas Zeit und Eingebungen. Ich glaube, du kannst mir doch einen von den Metbechern geben. Was kommt jetzt? Vorher wird nichts verraten. Ja, dann. Tja. So verbringt ihr noch den Rest des Tages wieder mit Nirala und Lothir und auch Vika schließt sich an, beziehungsweise ist sowieso schon die ganze Zeit bei Nirala und hilft ihr. Und für die Hochzeit selber hat man das Heiligtum hergerichtet, in dem Wiegbald ja als Statue in Anführungsstrichen ja immer noch unverändert mit dem Schwert in den Boden gerammt dort steht. Man hat darum einen Altar aufgebaut und einen langen, langen Tisch, an dem das ganze Dorf Platz hat und der gerundet ist, also so, dass jeder sich gegenüber sitzen kann und nicht an einem langen Tisch, wie die Torwaller das kennen, sondern an einem runden Tisch, der vor diesem Helden von Frisov aufgebaut worden ist. Und dort hat man auch alles, soweit wie es ging, geschmückt mit allerlei bunten Stoffen und auch Tannengrün. Und getrockneten Blumen. Weil irgendwann packt die Kayo ihr Buch aus und das ist super dick und da sind super viele getrocknete Blumen. Ich denke, damit kann man aber das ganze Heiligtum ja nicht dekorieren. Vielleicht kannst du damit den Tisch dekorieren. Ja, genau. Und kurz bevor die eigentliche Zeremonie vonstatten gehen soll, bekommen Lothir und Nirala noch einen Besucher, der in die Stadt kommt. Nämlich einen Verwandten von Nirala. Nicht deren direkter Verwandter, also deren direkte Vater oder Mutter oder so, sondern wahrscheinlich, also wie Nirala dann dir erzählen wird, ein Bruder. Der meint, so sehr die Zerwürfnisse der Familie doch alles zerrissen haben, sollte man das als Anlass nehmen und das ist ihm zumindest wichtig, dass Familienbande hier wiederhergestellt wird, auch wenn das seine Eltern anders sehen. Ich würde dann auch mit Lothir sprechen und dann sagen, dass er jetzt im Namen der Familie sprechen kann, weil seine Eltern alt sind und er das Familienoberhaupt geworden ist und sagt, sich entschuldigt für das, was seine Familie Nirala angetan hat und hofft, dass Lothir und Nirala ihm vergeben können. Also er hat ja nichts getan, aber ein Vater.
Also er würde, also Luchi wird dann halt nur mit Nirala wechseln. Das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Und dann ist es halt vor allen Dingen ihr passiert. Aber von Lothia aus gibt es keinen Zwist zwischen uns und du bist Familie. Dann hat Nirala auf jeden Fall noch jemanden, der für ihre Familie hier spricht. Der bevor sie eine neue gründet. Der sie führen kann. Wenn das gewünscht ist. Ein bisschen Tradition kann man ja versuchen. Wenn das gewünscht ist, werde ich das wohl tun. Ja, und Ilva und Ikayu bemalen ganz auffällig, während alle schon irgendwie auf einem Festbankett sind, wahrscheinlich das Haus mit auffällig Raya-gefälligen Motiven. Ja. Das ganze Haus schön einmal außen drumherum. Wir geben uns richtig viel Mühe. Das wird unglaublich toll. Aber hallo. Ja. Hallo. Das ist mir jetzt auch ganz egal, was Bojan zu der Aktion sagt, aber das muss einfach nochmal sein. Das ist morgen fängt es dann an oder so. Aber jetzt muss ich das noch machen. Hashtag wohl was malen. Und ganz zentral auf die Tür kommt tatsächlich der Ithyrn-Schwarm. Mit einem kleinen Iglu drunter, wo dann wir vier nochmal drin sitzen. Oh. Bald wiederholende Motive müssen sein. Und auf die Laden des Schlafzimmerfensters kommen dann die ganzen dreckigen Zehen, dass wenn das heute Abend zugeklappt wird, man das auch schön von außen sieht. Ja. Und der Bruder von Nirala hat tatsächlich auch ein Geschenk mitgebracht. Was dann bei der eigentlichen Zeremonie, die die Boyan abhält, was ein bisschen stoisch und, naja, Travia ist jetzt nicht so, dass man merkt ihm, dass das nicht so seins ist, aber er gibt sich die größte Mühe, zusammen mit Ilva da eine Zeremonie abzuhalten. Ilva muss ihm da ein bisschen Tipps geben, wie man das am besten, also weil er Lothir nicht so gut kennt. Deswegen, hat er da so seine Mühen. Und Niralas Bruder hat tatsächlich einen Musikertrupp mitgebracht als Geschenk. Einen Gauklertrupp. Einen bornländischen Gauklertrupp, die für die Hochzeit aufspielen. Und während Lothir vorne am Altar mit Ilva und Bojan wartet, kommt dann kommt Nirala auf zwischen den runden Tisch entlang auf den Altar zugeschritten und die Musiker beginnen ein Klavierstück zu spielen. Das kennt ihr, denke ich. Ihr könnt es jetzt nicht hören, aber die Zuschauer. Hoffentlich. Und ein langsames, bedächtiges Stück beginnt, während die Zeremonie abgehalten wird. Und dann kommt die Stelle, an der Lothir sein Versprechen geben muss. Nirala, ich habe dir einmal was versprochen. Und es auch vor den Göttern geschworen. Und ich weiß nur, das ist nicht immer einfach mit mir. Aber ich stehe zu dem, was ich dir sagte. Mehr als ich jemals sonst am Schwur gestanden habe. Von jetzt an werde ich jeden Schritt nur noch mit dir gemeinsam machen. Ohne dich ist mein Leben leer und hat keinen Sinn. Ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Du bist die Vernunft, die mir auch häufig fehlt.
Lenz. Du bist die Frau, die mein Herz wirklich wärmt in jeder Nacht. Gleich, ob du neben mir liegst oder in Ferne weilst. Kein Augenblick, von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug, will ich mehr ohne dich sein. Das schwöre ich vor den Göttern. Und vor dir. Ja, bevor die Menge in ein lautes Johlen einstößt, einstimmt und Applaus aufbrandet, wird die Kamera für uns als Beobachter langsam schwarz. Und wir verlassen Ikayu, Goswin, Lothir und Ilva. Ich hätte zwar noch ein paar Geschenke, aber... Ich denke, das kannst du später machen. Du brauchst gar nicht mehr nötig. Auch mit dem Blick auf die Uhr. Vielen, vielen Dank für diese tolle Reise. Und ja, sie ist zu Ende. Ja, es ist zu Ende. Oh Gott. Ein bisschen will man nicht, dass es zu Ende ist, aber ja. Ja, mir hat es Spaß gemacht, mit euch diese Reise anzutreten. Irgendwie, wir haben über ein Jahr gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier eine so intensive Runde entwickelt. Es war eigentlich nur ein Zwischenabenteuer zwischen zwei anderen, aber es hat sich viel, viel mehr daraus entwickelt. Und an den Reaktionen des Chats und von euch sieht man auch irgendwie, wie wir uns die Charaktere lieb geworden sind. Und ich denke, das sagt viel aus drüber. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns alle die ganze Zeit lang begleitet habt und dass ihr dabei wart. Und ich verzichte heute mal auf den ganzen Driss, den wir immer hinten dran machen. Einfach und lass einfach die Musik noch ein bisschen laufen. Und vielleicht könnt ihr alle noch einen Satz sagen und dann geben wir ab. Okay, dann mache ich mal den Anfang. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele DSA jetzt unfassbar lange. Ich habe heute schon scherzhaft gesagt, vermutlich länger als Feder da ist. Und das war mit Abstand meine allerbeste DSA-Runde, die ich jemals hatte. In all der gesamten Zeit, sowohl was den Tiefgang, als was das Zusammenspiel, als was einfach alles zusammen betrifft. Noch nie hatte ich halt so eine derart emotionale Tiefe und Bindung an eine Gruppe und an die einzelnen Leute gehabt. Und das ist, ich denke, das ist schon fast was wirklich Einzigartiges. Und da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle, dass ich da teilhaben durfte. Als kleiner Cyan-Fanboy ursprünglich, der total aufgeregt war, in die Truppe rein sich eingefuchst zu haben. Einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und an euch da draußen, die ihr so mitgefiebert habt und uns auch immer wieder unterstützt habt und mitgeweint, mitgefiebert, mitgebrüllt, mit Lothir haben verprügeln wollen. Euch auch ein ganz großes Dankeschön, denn erst dadurch gibt das noch mehr Präsenz, wenn man halt einfach merkt, dass andere genauso mitfiebern und mitleiden wie man selber. Ich bin fertig. Ilva? Ja, was Lothir sagt. Also es ist ja... Was soll ich denn da jetzt noch ergänzen? Da kann ich jetzt... einen draufsetzen sowieso nicht. Aber ich habe das, würde das absolut unterschreiben. Ich habe das auch so empfunden, dass wir eine ganz großartige Runde hatten. Mit einer auch echt krassen Charakterentwicklung, wie ich das, glaube ich, vorher auch noch nie in irgendwelchen Rollenspielrunden hatte, dass in dieser Zeit sich die Charakter auch alle so
weiterentwickelt haben, aneinander angenähert haben irgendwie. Und das war schon echt was Besonderes, Teil dieser Runde zu sein, mit allen Sachen, die so dazugehörten. Ich weiß, irgendwie, ne, nochmal die Highlights irgendwie zusammenzufinden oder irgendwas. Also das wäre fast in jeder Folge, könnte ich zwei aufzählen. Es ist irgendwie total abgefahren und das ist einfach eine super Runde und hat mir eine große Freude gemacht, damit zu spielen und Teil zu sein. Und außerdem kann ich Ilva echt gut leiden und ich wäre fast auch gespannt, wie das jetzt weitergeht mit diesem Typen. Ich bin ja noch nicht so sicher, ob die beiden sich so gut. Aber wir werden das leider nicht erleben. Aber wenn ich mal Zeit habe, vielleicht lernt Ilva ja noch schreiben und schreibt euch mal einen Brief. Und den könnt ihr dann auf dem Kanal von Koali oder so mitkriegen. Wer weiß, aber Lust hätte ich. Goswin. Ja, die Runde setzt Maßstäbe. Hat Maßstäbe gesetzt. Das ist schon, schon krass. Also ich kann mich da meinen beiden VorrednerInnen nur anschließen. Das war ein ziemlich unerwarteter Hammer. Hätte ich nicht mit gerechnet in der Runde. Und ja, ich habe viel gelernt auch nochmal über Rollenspiel. Gerade jetzt durch das, was wir hier erlebt haben. Ja. Und last but not least, Ikayu. Ja, hier Sign-Fangirl Nummer 2, das damals reingerutscht ist. So bin ich ja in dieser ganzen Konstellation gelandet. Ich habe es noch nicht realisiert, dass es vorbei ist, tatsächlich. Es ist noch nicht angekommen. Es wird wahrscheinlich heute Nacht irgendwann wird mich das treffen und dann sitze ich da und denke mir, es ist vorbei, das gibt's nicht. Das ist die erste Runde, die ich durchgespielt habe. Also auch von da ein First. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir einander gefunden haben, dass wir zusammen diese Geschichte geschrieben haben, weil unser Spiel sich so gut ergänzt hat, weil wir genau dieselben Schwerpunkte hatten. Weil Koali uns das hat machen lassen und ich gesagt hat, aber eigentlich wollte ich hier nur ein kurzes Abenteuer machen, so von 10 Folgen, was macht ihr hier eigentlich für einen Scheiß? die Runde hat mich definitiv sehr tief berührt und geprägt und es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ende. Sehr zufrieden mit dem Ende und es ist natürlich schade, dass es jetzt vorbei ist, aber es gibt ja immer wieder ein neues und ich möchte mich einfach nur bedanken. Danke, Koali, dass ich mitspielen durfte. Danke, dass ihr mit mir gespielt habt und dass ihr den ganzen Mist, den ich verzapft habe, mitgemacht habt. Dass ihr so spontan auf alles eingegangen seid, habe ich nicht so oft gehabt und ja. Also, diese Runde steht meinem Lab-Rollenspiel in nichts nach. Überhaupt nichts. Also, ich ziehe meinen Hut vor euch. Ihr seid die Besten. Dann schließen wir das Kapitel Ring in der Nacht. Für immer. Vielleicht kommt irgendwie das ein oder andere Kurzgeschichtige nach, aber eigentlich ist die Runde hiermit vorbei und es öffnet sich ein neues Kapitel, beziehungsweise hat sich schon vor einigen Wochen geöffnet, nämlich auf dem Kanal von Pölle RPG auf YouTube findet ihr unsere neue Runde, die wir in dieser Zusammensetzung plus einem Extra, nämlich plus Kargrim, starten oder gestartet haben. Und da könnt ihr dann andere Charaktere erleben, wie sie in ähnlicher Manier, glaube ich, wie wir das jetzt hier machen. Zumindest die ersten Folgen lassen darauf schließen. Einen Blick in die größte Kampagne, die DSA zu bieten hat, bringen. Und da wird es dann so schnell nicht vorbeigehen.
Ich denke, da werden wir deutlich mehr als ein Jahr dran spielen. Also wenn ihr Interesse habt und wenn ihr wollt, dass es nicht vorbei ist und uns weiter sehen wollt, dann schaut auf den Kanal von Pölle RPG nach. Da gibt es schon die ersten Eindrücke für die, die es noch nicht entdeckt haben, zu sehen. Und ja, wir sagen dann Tschüss von den Klingen der Nacht und irgendwann sieht man sich irgendwo wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.